Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen oder Mithörerinnen. Wir sind wieder beim samstäglichen Verantwortungstreff, langjährige Tradition in Schenkerbewegung. Wir reden über viel und denken über vieles nach. Warum nicht ab und zu darüber nachdenken, wie es mit der Verantwortung von dem ganzen Spiel so steht? Die allgemeine Bedeutung von Verantwortung, also nicht nur für die Zimmerpflanze auf dem Fenster auf der Fensterbank, sondern die für den ganzen Leben zusammen. Und ja, wir sind seit einigen Monaten ein Kernteam hier geworden, das sich gleichzeitig, ihr seht das in der Präsentation, auch als Beginn einer digitalen Kommune-Struktur versteht, als Keimling für möglichst viel solche vorgelebten Kommunen, die den höchsten oder eigentlichen Glückszustand des Menschen ausdrücken, sodass es die Möglichkeit bieten würde, dass wir nicht nur bei Wahlen immer wieder die Falschen wählen oder die sich uns als ja, begrenzte Auswahl von Falschen nur hinstellen, sondern dass wir mit den Füßen das eigentlich Richtige wählen können und können dann, also auch nicht nur hier jetzt in der digitalen Form, so die Glückskommune so ein bisschen starten, sondern dass wir das auch physisch dann so richtig durchziehen können. Und diese Kerngruppe, das sind der gute Dylan, meine Unbedeutendheit und der Luis. Und wir freuen uns immer, wenn da andere Leute zukommen. Zur Technik, wir machen das in der Form des Redekreises. Das heißt, wir reichen es von einem zum anderen weiter und wir haben dann so ein paar Minuten immer Zeit, manchmal zwei, drei, vier. Ich glaube, heute werden wir wahrscheinlich 4 Minuten wieder nehmen. Das überlasse ich gerne mal dem Dylan, was der sich da so wünscht, auch mit seinen Aufnahmegeräten. Und ja, also wir geben unter uns so weiter. Also dann kommt erst der Dylan, dann komme ich, dann kommt der Luis. Und nach jedem Redebeitrag kann aber schon von neu dazugekommenen dazwischen gefunkt werden, sozusagen. Also wir fragen dann auch nach. Und sobald das erste Bedürfnis da ist, auch etwas beizutragen, kann die Person sich dann an dieser Stelle der Reihenfolge auch in die dann kreismäßig weitergehende Redekreistechnik eingebunden fühlen. Ja, soweit zur Einführung in den heutigen Abend und ich gebe für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan. So, die Aufnahme läuft wieder. Ja, mit was ich heute beginnen möchte, ist Folgendes. Sie sehen es, liebe Internet-Fernsehzuschauer. Das ist ein Ausschnitt aus der Partei des Gemeinwohls. Da steht als Überschrift, die durch marktwirtschaftliche, ich zeige mal, wo das ist, das ist zum Beispiel über diesen Kapselhotels auf der Homepage der Partei des Gemeinwohls PDG und da ist dann eben so ein neuer Text drin, die durch marktwirtschaftliche vorteilbringende Irrtümer verfälschten paläobiologischen Berichte, paläoanthropologisch, paläobiologischen Berichte über unsere Geschichte, also es geht ja um unsere Menschheitsgeschichte, werden allmählich etwas realistischer. Zur Inspiration und wegen der Verzerrung durch vorteilbringende Irrtümer zur kritischen Diskussion hat man dann hier die Möglichkeiten, den anzuklicken. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil dieser neue Bericht von der ARD, der gestern Abend in SWR Fernsehen, ARD und SR lief, der ist wirklich besser als die bisherigen. Die bisherigen waren ja zuletzt gewesen, ZDF, Terra X, die ersten Menschen vom Wald in die Savanne, mit Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Paläobiologen und Paläoanthropologen Deutschlands, auch von der vom Senckenberg-Institut in Frankfurt und so weiter. Und dann hier der zweite Teil war ja aus Afrika in die ganze Welt. Und dieser neue, der ist besser. Der ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Und davon werde ich mal ganz kurz Bericht erstatten. Was ist da wichtig und neu? Man hat jetzt also ganz neue Funde gefunden, davon, dass also unsere Urgroßmütter und Väter vor 4,4 Millionen Jahren, Affen waren, die in den Bäumen zugleich aufrecht gehen konnten und mit ihren Füßen Sachen greifen konnten. Also wir können ja mit den Füßen nur noch laufen und nicht mehr greifen.
Und die konnten damals immer noch greifen und auf den Ästen, auf den großen Ästen laufen. Und dann sozusagen veränderte sich die ganze Situation in Afrika so, dass dann der Urwald verschwand und die Savanne entstand und später sogar Wüsten. Und dann war plötzlich dieses Aufrechtgehen können der große Renner der Evolution. Dass also wir, unsere Urgroßeltern, aufrecht gehen konnten, war ein Riesenvorteil, denn in der Savanne hat es Riesenvorteile, aufrecht zu gehen, zum Beispiel Früchte in den Arm nehmen zu können und dann zum Beispiel den Frauen und Kindern zu bringen zu können und den anderen Gruppenmitgliedern schenken zu können, diese Früchte. Das war dann von einem großen Vorteil. Und die Sendung hat auch ganz deutlich gezeigt und nochmal gesagt, ja hoppla, vor circa 4,4 bis 4 Millionen Jahren hatten da also unsere Urgroßeltern viel kleinere Eckzähne als alle anderen affenartigen Lebewesen um uns herum vorher sozusagen. Und das zeige an, dass wir also viel sozialer wurden, viel friedlicher, viel kooperativer, dass wir damit also den Rivalenkampf, der ja bei Haremshaltern und bei Monogamen, also bei Einehe und bei Vielweiberei, wie das ja auf Deutsch früher hieß, Harem, Polygynie, heißt ja einfach ausgedrückt Vielweiberei. Und die Einehe und Vielweiberei, da gibt es ja einen Rivalenkampf um die Frauen sozusagen. Gorillas kämpfen quasi um die Vorherrschaft über das Rudel. Und wenn sie dann einmal gewonnen haben, und dafür brauchen sie riesige Eckzähne. Die Gorilla haben ja riesige tödliche Eckzähne. Und Monogamisten müssten kennzeichnen sich, also Einehelebewesen kennzeichnen sich auch durch riesige Eckzähne, weil die müssen ja auch um die Frauen kämpfen und dann auch die Frau sozusagen bewachen mit den riesigen Eckzähnen, ja. Und unsere Eckzähne waren also winzig geworden. Das heißt, ein Anzeiger dafür, dass unser ganzes Lebenssystem sich grundsätzlich geändert hat. Ich gebe weiter und mehr dazu. Ich mache nachher weiter in der zweiten Runde. Aber ich gebe weiter und jetzt frage ich rum, ob vielleicht unser neuer Gast, wenn sie jetzt was sagen wollte, könnte sie jetzt ihr Mikrofon einschalten. Ansonsten wäre dann der FF dran. Mal kurz einen Moment warten. Wir hören nichts. Dann FF, dann deine erste Runde. Vielleicht auch zu dem Thema, also dieser Filme, die du ja wahrscheinlich noch nicht so genau kennst, gell? Auch diese Filme, oder? Sehr zu empfehlen, ja? Neue Informationsquellen. Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir unsere Eckzähne haben und ich auch, dass sie nicht mehr so groß sind, dass wir damit tödliche Rivalenkämpfe durchführen müssten oder sollten. Aber zum Zerkleinern der möglichst friedlichen Nahrung, also ich bin ja für möglichst vegane Wildrohkost, wenn wir das könnten, oder als Richtung so, sind die Eckzähne auf jeden Fall weiterhin günstig. Aber ich nutze meinen Beitrag ja auch immer gerne, um so ein bisschen Stand der Dinge zu beschreiben. Also bei verantwortlichem Leben, wo sitzt man da überhaupt und was macht man? Und ich bin ja hier in einem Projekt, also was sich auch als ganzheitliche Bildungswerkstatt versteht, in Stadtallendorf in Hessen. Und habe hier weiterhin damit zu tun, hier die Projektesituation hier in diesem Projekt. Und wir haben ein Netz hier, das größte oder intensivste Netz, was in den 30 Jahren entstanden ist. 5, 6 Projekte drumherum mit Vereinen, Genossenschaften und so weiter. Und das reicht von der radikalen Tatsanwiese sozusagen, wo man als Naturmensch oder Waldmensch zeigen könnte weiterhin, wie man da so leben kann. Reicht es bis zu WGs in Häusern und hier, das ist sogar eine relativ komfortable Stadtrand, Villa, sage ich immer, wo wir hier die Bildungszentrale haben.
und die auch wissenschaftliche Literatur erstellt haben schon und auch weiter erstellen wollen und solche Dinge. Da bin ich mit dran. Also frei lernen machen wir hier übrigens auch, ne? Weil man kann ja Kinder heutzutage jetzt nicht mehr verantwortlich in die Schule schicken. Und von hier aus wirke ich dann mit, so gut ich kann, an den übrigen Kommune-Projekten. Im Moment noch so ein bisschen Nacharbeit, weil wir sind auch mal nach Köln gefahren, um zu gucken, dass da was entstehen könnte. Dann helfe ich mit in Berlin, also wo es wichtig ist, dass die paar wenigen Leute, also Louis, nochmal immer Dank an Louis, dass der so mein vertretender Organisator ist in Berlin für die Fortsetzung des Demokratiefürsorge-Zeltcamps, also des Widerstandszeltcamps, was die Querdenker letztes Jahr im August da angefangen haben. Und ja, da habe ich insbesondere jetzt in letzter Zeit mitgeholfen, indem ich die Leute versuche, ins Gespräch zu bringen, also Telegram-Gruppen und sowas zu bilden. Wobei noch schöner wäre natürlich Forum, also da gleich der Hinweis, wer mit mir in die Tiefe gehen will, es bietet sich das Forum an, www.freie-argumente-kultur.de, das erste korruptionsfreie Forum. Und ja, also gleichzeitig auch viel Ärger in anderen Projekten, wo aus meiner Sicht Störagenten des Staates zum Teil auch ihr Unwesen treiben. Und da versuche ich auch aus der Ferne durch Material, auch zum Teil gerichtsverwendbares Material oder auch eine Telegram-Gruppe für alle Orga-Leute in der ganzen Schenker-Bewegung, versuche ich da auch meine Finger mitmischen zu lassen. Okay, das mal zum Stand der Dinge so, ne? Und freue mich ja hier auch über die digitale Kommune, die wir hier durch die Art, wie wir miteinander sprechen, vorbereiten wollen. Und kann das auch nur in höchsten Tönen loben. Also eine Talkshow, wo in dieser Art und Weise offen über alles nachgedacht werden kann, auch über wichtigste Dinge und mit radikaler Denkkonsequenz. Und dass man sich freut darüber, Andersdenkende zu hören, andere Argumente, auch um dadurch korrigiert zu werden. Also es ist schon ziemlich einzig, was wir da hier so versuchen, miteinander zu praktizieren. Und damit gebe ich weiter. Und wenn die Frau Drees Lust hat, kann sie gerne jetzt auch dazwischen funken und was sagen. Und sonst kann der Dylan weiterreichen auch zu Louis. Ja, ich lasse jetzt mal einen kurzen Moment Zeit, ob unser neuer Gast was sagen möchte. Ansonsten würde ich jetzt den Louis kurz fragen, Moment, ob er direkt was sagen möchte. Louis? Moment. Louis? Ja, so, ich würde schon was sagen. Dann warte, dann drehe ich dich aber richtig laut und ich rufe dann kurz, wenn du loslegen kannst, ja? Ich drehe dich richtig laut. So, jetzt kannst du loslegen. Ja, danke schön. Also nochmal herzlich willkommen an unsere neue Gästin. Und ich bin gerade auf der Rückreise nach Berlin von dem Tag der offenen Tür im Königreich Deutschland. Das war sehr interessant. Die haben ja da ihrer Meinung nach ein zinsfreies Geldsystem im Aufbau, was tatsächlich durch echte Sachwerte gedeckt ist, nicht irgendwie virtuell. Und ja, viele interessante Thesen, auch keine Einschränkungen, was irgendwelche gesundheitlichen Dinge gerade angeht. Und ansonsten habe ich bis auf gestern die letzten Nächte im Zeltcamp geschlafen, seit meine Vertretung wieder abgereist ist. Und habe jetzt die erste Woche zwei regelmäßige Bäckereien um ihre Wegwerfware erleichtert und auch bei einem Markt verschiedene Frucht- und Gemüsemüllreste erhalten. Das versuche ich auszubauen. Was kann ich noch erzählen? Ja, also im Königreich war das gerade recht spannend und ich habe überlegt, da mich zu bewerben, um da irgendwie bei Mitmachwochen oder Gemeindedörfern mitzumachen. Im Laufe des Vortrags, das
obersten Souveräns da, der sich alles ausgedacht hat. Der hat vor den 300 Besuchern gesprochen. Dann hat er sein günstiges 1.000 Euro für all seine Seminarvideos und Bücher Angebot unterbreitet. Dann meinte ich, ob er das auch, also ob es das auch ohne Geld gibt. Und dann wurde die Stimmung ein bisschen schlechter scheinbar. Das lässt mich befürchten, dass seine Kritikfähigkeit nicht so ausgeprägt ist, wie ich mir das am liebsten wünschen würde. Aber ja, interessante Sache. Morgen fahren wir zu dem Bauernhof in McTom, oder wollten wir da eigentlich hinfahren, den ich seit anderthalb Jahren in Anführungszeichen leite und für den ich Mitbewohner suche. Und da haben jetzt aber bis auf eine Person alle abgesagt. Und mit der einen Person werde ich jetzt wahrscheinlich einen neuen Termin, nicht morgen, sondern übermorgen oder so, machen. Ja, ich sage dann mehr in den nächsten Beiträgen vielleicht und danke weiter. So, jetzt gäbe es wieder für unseren neuen Gast die Möglichkeit, eventuell sich einzuklinken. Wenn nicht, bin ich dran. Ne? Ob hier pfeift's jetzt. Ja, so ist es, glaube ich, ganz okay so. Und dann kann ich das hier auf stumm stellen. So, ja, ich werde jetzt in meiner nächsten Runde, ich hoffe, ich bin gut zu hören, öfters mal nicken. Ja, bin gut zu hören, ja. Danke. Meine nächste Runde wird jetzt mehr darauf eingehen. Ich habe ja jetzt vorhin angeboten, so über unsere Geschichte zu sprechen und aus dieser Geschichte zu lernen für unser eigenes Leben. Und jetzt gehe ich mal auf das, was man jetzt auch lernen kann, zu dem, was wir in den letzten beiden Samstags, Viertel nach acht, besprochen hatten. Und zwar, ich würde das zusammenfassen, was wir in den letzten beiden Talks hatten, mit der Tatsache, und darüber ging auch dieser Filmbericht, dass der Mensch eben, dass wir Menschen auch irgendwo leider oder glücklicherweise oder leider ein Stück weit auch Herdenlebewesen sind oder Herdentiere sind sozusagen. Und dass also sozusagen letztendlich, wir hatten ja in den letzten Runden so Dinge wie, jetzt ist, glaube ich, eine Sekunde, jetzt haben wir, los, ja, vorausgefallen, deswegen jetzt geht's weiter. Also, der Mensch ist eben auch ein Stück ein Herdentier, das zeigt auch dieser Filmbericht schön. Und deswegen haben wir dann solche Phänomene. Zum Beispiel hatten wir das eine Phänomen gehabt, das FF ja auch ein bisschen beklagt hatte, dass der Sohn sich auch ein bisschen offensichtlich gerade hin zur Peer Group orientiert und jetzt so sich für Computerspiele interessiert, die vielleicht die anderen Kinder auch spielen. Und die sind natürlich auch immer beeinflusst sozusagen von dem, was wir alles in der Marktwirtschaft so alles sozusagen unterrichtet bekommen. Und die anderen Kinder bringen dann sehr oft an die Kinder, die eigentlich vorher sozusagen von den Fehlentwicklungen unserer Gesellschaft ferngehalten waren, dann oft bringt die Peer Group das ran. Aber die Kinder haben eben die Tendenz, dass die Peer Group ihnen ab einem bestimmten Alter genetisch offensichtlich meistens wichtiger wird als die Eltern. Und dann orientieren sich die Kinder vielleicht dann auf die Computerspiele, um in der Peer Group, in der Gruppe der Gleichaltrigen sozusagen, irgendwie anerkannt vielleicht zu sein oder mit dabei zu sein oder mitreden zu können oder was auch immer. Ne? Und genauso ist es auch so, dass man vielleicht auch gerne auf Demos geht, um unter Leuten zu sein, in der Herde zu sein, vielleicht auch mit der Möglichkeit, die oft nicht bewusst im Hinterkopf ist, dass man da vielleicht auch interessante Liebespartner finden kann und so weiter. Und so ist dann immer alles Mögliche eben sehr wichtig,
weil es der Mensch sozusagen eigentlich immer tendenziell doch sich nach irgendeiner Herde orientiert. Und jetzt kommt das Problem. Das ist jetzt für unseren neuen Gast natürlich sehr schwierig. Wir sprechen ja hier auch von der, ich spreche ja ganz bewusst davon, dass unser jetziges Wirtschaftssystem im Gegensatz zur Gemeinwohlökonomie und zur Gemeinwohlwirtschaft, ja, das jetzige System heißt ja Marktwirtschaft. Wo haben wir das? Ach so, ja, hier habe ich es zum Beispiel. Wir leben ja jetzt im Zeitalter der Marktwirtschaft, gemixt mit einer Spur an pseudokommunistischen DDR-ähnlichen Elementen und pseudoplanwirtschaftlichen Teilelementen. Und ich sage ja, beim Weltrat sagen wir ja, wir müssen unbedingt in den Bereich der Gemeinwohlwirtschaft wechseln, also Richtung Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und so weiter, in diesen Mittelbereich wechseln sozusagen. Und weil nämlich in der Marktwirtschaft jede Sparte, das ist so das Grundbild der Sparten, die verschiedenen Sparten der Gesellschaft alle einen eigene Irrtümer entwickeln, vorteilbringende Irrtümer, die eine Gehirnwäsche für uns alle darstellen, sodass wir alle quasi, ich mache mal ein Beispiel für die Zuckersparte hier, Zuckersparte und Nahrungssparte senden den Irrtum aus, Zucker sei ein harmloses Lebensmittel. Und mittlerweile ist in fast allen Produkten Zucker drin. Die ganze Welt wird krank durch den Zucker. Der Zucker ist nämlich in Wirklichkeit hochgradig schädlich. Und wir werden alle, wir haben in den USA Leute, die 300 Kilo Übergewicht haben. Und das in erster Linie, weil überall Zucker drin ist. Ja, überall. Wir alle Zucker vergiftet werden, weil Zucker einfach einen leckeren Geschmack macht und dabei noch spottbillig ist und dadurch riesige Gewinnspannen ermöglicht. Und dazu gehört der vorteilbringende Irrtümer, Zucker ist harmlos. Ja? Und so haben aber alle Sparten ihre Aspekte und das Problem ist, dass jede Sparte auch eine Herde erzeugt. Ja? Zum Beispiel hatten wir Louis gerade eben mit dem zinsfreien Geldsystem. Das Königreich Deutschland ist also für unseren neuen Gast ist also eine Wohngemeinschafts- oder Lebensgemeinschaft oder Kommunenform, die auch versucht, so etwas wie ein neuer Ministaat zu sein, ja, ein Staat im Staate sozusagen. Und wenn die dann über zinsfreies Geldsystem sprechen, dann ist das ein vorteilbringender Irrtum, der aus den Sozialsparten stammt. Denn ein zinsfreies Geldsystem führt zum Ruin der Volkswirtschaft eines Systems, weil es gibt einen guten Grund, warum es Zins gibt, nämlich dass sonst nämlich Menschen nichts mehr verleihen würden. Also wenn die Leute den Zins nicht bekommen als Ausgleich für das Risiko, dass sie ihr Geld weggeben sozusagen, dann verleiht niemand mehr was und dadurch kommt dann die ganze Wirtschaft kommt zum Erliegen und zum Stillstand und dann entstehen lauter Massenarbeitslose. Darüber freuen sich die Sozialsparten, weil sie dann sozusagen wieder Karriere machen können in der Betreuung einer riesigen Armee von Sozialspartlern. Also kann man sagen, dass also im Königreich Deutschland, also offensichtlich, ich entnehme das dem Begriff des zinsfreien Geldsystems, sehr viele von den Sozialsparten mit deren vorteilbringenden Irrtümern infizierte Menschen sich befinden. Das ist dann wieder eine Herde. Ja, und diese Herde infiziert wieder andere. Und wenn man dann mit dieser Herde mitlaufen will, dann übernimmt man bereitwillig die und fällt rein auf die vorteilbringenden Irrtümer dieser Sparte, weil man sie nicht mit der freien Argumentekultur bis zu Ende denkt und bis zu Ende diskutiert. Und dann dadurch wird die Herde größer und je größer die Herde wird, desto mehr denken auch die Leute dann so wie die vorteilbringenden Irrtümer dieser Gruppierung. Nur noch zwei andere Beispiele. Wir hatten im Forum, das der FF hier eben nannte, nämlich das freie-argumente-kultur.de Forum, zum Beispiel eine Person, die wir jetzt mit dem Vornamen A kennen, eine Frau mit dem Vornamen A, ich anonymisiere es jetzt einfach mal, und die hatte dort geschrieben davon, dass irgendwelche Räumlichkeiten
von ungünstigen Energien geklärt werden sollten oder gereinigt werden sollen. Das erinnert mich also an die Routengänger, Wünschelroutengänger, Geomantie, wie man das auch nennt und so weiter. Und das zeigt auch, dass eben auch dort immer wieder die Sparten der Gesellschaft breiten ihre vorteilbringenden Irrtümer aus, bieten sie an, bringen sie in die Köpfe auch unserer Teilnehmer hier hinein, infizieren diese Köpfe. Und dadurch bildet sich also rund um die Leute, die mit dem Energieklären Geld verdienen, bildet sich also eine Herde und viele der Opfer glauben dann diese vorteilbringenden Irrtümer. Dadurch wird die Herde aber trotzdem größer, obwohl die Leute nur Opfer sind. Und dann zieht diese Herde immer mehr Menschen an. Und dadurch wird also quasi entstehen lauter neue Herden und dann werden immer wieder die Leute von diesen Herden mit den vorteilbringenden Irrtümern, die auf den Sparten beruhen, infiziert. Und genau das verhindert das Wachstum unserer Kommunenprojekte im Moment. Ja? Und dann hatten wir noch die Dame mit dem Namen G., ja, die dann zum Beispiel auch ausgedrückt hatte, dass sie auch nach wie vor die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten favorisiere, nämlich dass sie eben auch die Irrtümer, die die Sozialsparten zum Thema der Gehirnevolution und des Gehirnes verbreitet haben, nach wie vor glaubt. Und jetzt kann ich abschließend nur sagen, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich musste jetzt mal diesen Punkt zu Ende bringen, dass eben wirklich wir argumentativ diese Dinge alle durchdringen müssen, dass wir ständig darüber diskutieren müssen. Und ich bitte auch Luis, wenn er das nächste Mal dran ist, nochmal jetzt zu kämpfen für das zinsfreie Geldsystem und dafür zu argumentieren, damit ich es so gründlich widerlegen kann, dass es hoffentlich dann von der freien Argumentekultur her klar wird, dass es sich da um eine absurde Vorstellung handelt, die das ganze Wirtschaftssystem Deutschlands ruinieren würde. Ja? Und weil sonst kommen von allen Seiten immer wieder neue vorteilbringende Irrtümer, immer wieder irgendwelche Sparten drin, weil der Mensch hat nun mal die Tendenz, sich irgendeiner Herde anzuschließen. Und wenn man sich einer Herde anschließt, ist man immer schon wieder in der Infektion drin mit den vorteilbringenden Irrtümern irgendeiner Sparte, die uns manipuliert drin. Und deswegen bitte ich jetzt dann den Luis in seinem Beitrag nachher dann so richtig schön mal pro zu argumentieren, wieso zinsfreies Geldsystem gut wäre, damit ich dann nachher wieder erläutern kann, warum das ein Ruinkonzept ist und am Ende nur den Sozialsparten dient, weil die dann immer noch mehr arbeitslose Menschen zu betreuen haben und dann gut bezahlt werden und Karriere machen können in der Betreuung von einer Armee von arbeitslosen Menschen, die durch zinsfreie Geldsysteme entstehen würden. Ja? Und schade, dass jetzt A und G nicht da sind, aber wenn sie das nächste Mal wieder dabei sind, werde ich das dann alles nochmal ansprechen. Denn wenn wir diese Sachen so laufen lassen, dann kommen wir nie aus dem Zustand raus, dass wir eigentlich immer nur gebeutelt sind von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten. Ich gebe weiter, unser neuer Gast, wenn sie sich jetzt dazwischen schalten möchte, gerne. Und wenn nicht, ist wieder Öff dran. Wir warten eine Sekunde, ich gebe weiter. Böffer, ich denke, du kannst loslegen. Ja, ich habe mal ein bisschen Atempause dazwischen so entstehen lassen. Also wenn der neue Gast, weibliche Gast, Lust hat, bei mir kann man da auch dann dazwischen funken. So. Ja, aber ansonsten gehe ich, mein Motto ist ja immer auf die wichtigsten Fragen oder wichtigsten Punkte die besten Antworten. Ich gehe mal entscheidend deshalb darauf ein, wenn Louis da jetzt beim Königreich Deutschland war. Ich habe da ein paar Texte ja auch mal zugeschrieben mit einer Grundstellungnahme, die vielleicht heute Abend oder ja, sonst morgen eher. Die wollte ich ja die ganze Zeit auch schon mit ins Forum stellen. Wenn sie da nicht schon sind, dann tue ich sie da mit rein. Der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht, dass mit dem Ansatz von Schenker-Bewegung sich ganz, ganz, ganz viel verbinden kann, auch Schritte auf dem Weg, wenn die paar ganz wenigen Grundweichenstellungen nicht abgelehnt oder bekämpft werden. Und das ist die freie Argumentekultur,
Das ist dann zur Freiheit wirklich auch die Verantwortlichkeit des Menschen, also die Verantwortungsreife, so in den Folgen aufs Ganze zu schauen und das zu wählen, was von den Folgen her okay sein kann, im Ganzen betrachtet. Post-conventional level ist das Stichwort aus der Entwicklungspsychologie. Ja, dann, dass solche freien Menschen miteinander menschheitsgeschwisterlich teilen, also vor allem erstmal auch die Entscheidungen teilen, Menschheitskonsens, Demokratie und dann auch alles andere geschwisterlich teilen. Und ja, dass diese Zielvision der frei argumentierenden, aufs Ganze verantwortlichen menschheitsfamiliären Kommunen, dass die als eine Zielvision mit enthalten sein kann. Alles andere auf dem Weg gerne, also auch Experimente aus meiner Sicht mit verschiedenen Formen von Geldreform. Solange man das in der Offenheit macht, da nicht jetzt die Diskussion zu tabuisieren oder das nicht zur Prüfung zuzulassen, also was bei rauskommt und wie gut es ist oder wie gut es eben nicht ist. Aus meiner Sicht sind Wirtschaftssysteme, die eher gucken, wie gut es den Menschen direkt dabei geht, also sowas wie die Wohlfühlstimme der Next Scientists und des Weltrates, sehr günstig als reformerische Zwischenschritte. Und ansonsten, da wo Menschen sich lieben, also auch familiär lieben, da wollen sie liebevoll schenken und geschwisterlich teilen. Und ich bin der Ansicht, die Zeit drängt uns so, dass natürlich auch alle Zwischenschritte mit integriert werden sollten in die Entwicklung. Aber wir sollten eigentlich nicht mehr die halben Schritte machen, sondern wenn wir es können, sollten wir die Schritte ganz machen. Warum sollen wir weniger machen, als das menschheitsgeschwisterliche gemeinsame Entscheiden, Planen und Teilen, wenn wir das jetzt tun können und wenn wir da Modellprojekte für auf die Beine stellen können? Dann spricht aus meiner Sicht alles dafür, das auch zu tun. Wir können uns verbünden mit allen, die diesen Weg zumindest nicht blockieren. Aber wenn sie blockieren, dann sollte man das auch von Beginn an zur Frage machen, damit man sich nicht unter falschen Voraussetzungen wieder irgendwo bindet, wo man auf falsche Weise gefesselt ist. Dann, also alle Beteiligten sein können da diese Gefahr dann vielleicht drin sehen. Okay. Also das ist das Wichtige zur Frage von Bündnissen, Vernetzungspotenzial, zum Beispiel auch mit dem Königreich Deutschland. Ich möchte gerne noch hinzufügen an alle Beteiligten, und da schreibe ich gerade jetzt auch in den letzten Tagen des Öfteren, wenn ich da was veröffentliche, auch entsprechende Texte. Ich teile die Sicht von Robert F. Kennedy letztes Jahr, August, 29. August 2020. Wir sind in der entscheidenden Kippsituation der Menschheitsgeschichte von eher, ich sag mal, aufklärerischen oder freiheitlichen Entwicklungssträngen, die immer auch schon sehr unvollkommen waren, hin zur Gefahr einer willkürlichen digitalen Diktatur. Und wir haben alle Anhaltspunkte, dass trotz auch, ja, zum Teil sogar verstärkt sich meldenden kritischen Stimmen, auch von Experten, dass wir trotzdem ein Weitermachen der Mächtigen haben, was äußerst bedrohlich ist. Und ich kann allen nur raten, gerade unter diesen Voraussetzungen nicht irgendwie sich runter zu reduzieren im Engagement, sondern zu überlegen, was ist dieser Situation jetzt angemessen, auch zum Schutz der Freiheit, der Demokratie unserer Kinder, und entschieden in die Gaspedale zu gehen und das Mögliche rauszuholen, damit wirklich was passiert. Okay, das soll es mal gewesen sein für diese Runde. Ich gebe weiter. Ja, und Luis, bevor ich dich gleich laut drehe, habe ich noch eine Anregung für dich, die du hoffentlich in deinem Beitrag jetzt gleich noch einbauen kannst. Du hattest letztens auch diesen amerikanischen
Entwickler einer neuen amerikanischen Verfassung genannt, die aus meiner Sicht wieder in brutalster Weise wieder die Menschen übergehen würde und die verhindern würde, dass die Menschen zum Bestimmer über das Land werden. Denn am Ende war seine Verfassungsänderung, ging auch wieder nur darauf hinaus, dass die Leute ihre Stimme abgeben und danach nichts mehr zu sagen haben, weil dann irgendwelche Politiker wieder irgendetwas machen, ohne Rücksicht auf die Wählerinnen. Und vielleicht kannst du auch seinen Standpunkt nochmal verteidigen. Denn für mich ist das Beeindruckende, dass du dort auch da, du nimmst eben da Sachen auf, ja, vielleicht, weil man dann wieder mit Menschen da in einer Einigkeit ist. Aber wir müssen diese Sachen wirklich zu Ende diskutieren. Denn bis jetzt, was ich von diesem Amerikaner von dir mitgekriegt habe, ist, dass seine Verfassung uns nicht in nichts weiterbringen würde, weil sie wiederum mich als Menschen wieder weiterhin entmündigen würde. Es handelt sich bei seinem Modell auch um eine Entmündigungsverfassung. Und bitte gib mir jetzt Kontra an diesen beiden Punkten von wegen Zinssystem und überhaupt Königreich Deutschland, was du da gut findest. Gib mir da Kontra und Argumente und auch zu diesem Amerikaner mit dieser Verfassung, was du denn da wirklich gut findest, denn dann kann ich nachher dann gleich dagegen argumentieren. Ich drehe dich jetzt laut, ja? Moment. Und gib dir mal Kontra. So, jetzt habe ich dich ganz laut gestellt. Und bitte so laut wie möglich reden, ne? Ja, ich versuche es. Ich bin auch im Zug. Das hat seine Grenzen jetzt. Jedenfalls, also der Amerikaner, der gute AndrewMelcher.com, naja, ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit seinem Zeug beschäftigt. Ich kann dein Argument auf die Schnelle verstehen. Und es ist jetzt nicht meine Leidenschaft, seine Theorie extrem zu verfechten. Jedenfalls hat mich er hatte feine Lösungen oder Lösungsideen für manche Details und das hat mich an dich erinnert. Und ich dachte, das wäre interessant, jemand, der einen gewissen Aufwand betreibt, um seine Ideen und das Volk zu bringen, mit euch zusammen im Austausch zu erleben. Aussteigen. Und ich denke, es ist auch gar nicht unbedingt eine große Stärke, final zu beurteilen, welche Theorie mehr Sinn macht als die andere. Für mich ist es einfach interessant, verschiedene Verfechter und Theorien zusammenzubringen. Ich mache mir natürlich auch meinen Reim. Aber ja, also speziell bei ihm ist es mir keine Herzensangelegenheit, dagegen zu argumentieren. Ich finde ein bisschen schade, dass er nicht dabei ist. Bei dem zinsfreien System bist du jetzt der Erste, der da argumentiert, dass es sinnvoll ist mit den Zinsen. Ich kann dir einfach sagen, was ich bisher gehört habe. Und ich nehme an, Leute, die das besser argumentieren können, wären noch interessanter im Gespräch mit dir. Also ich habe gehört, wenn man zu Jesus Zeiten, falls er tatsächlich gelebt hat, 1 Cent aufs Bankkonto gebracht hätte, dann hätten die Zinsen, die daraus entstanden wären, das wäre dann ein Goldball, der größer wäre als die Erde. Und das ist ein bisschen unrealistisch. Und deswegen ist das Zinssystem zum Beispiel nicht im Rahmen mit der mit der materiellen Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass man da, wenn man sehr gründlich redet, die Nachteile, die du befürchtest, dass man dafür andere Lösungen finden kann. Oder dass man halt, also mir geht nicht darum, eine schlechte Lösung um jeden Preis zu haben, aber ich finde es auch interessant, dass fleißig zu diskutieren. Und also was Königreich eine Idee ist, ist wahrscheinlich auch nicht deren Erfindung, dass für alles Geld Sachwerte vorliegen und nicht, dass man beliebig, also dass Banken beliebig virtuelles Geld schöpfen. Und also beim Zins ist es ja auch so, also soweit ich das gehört habe, jetzt kommt gerade der Schaffner, aber das kann mein Kollege hoffentlich regeln. Also sagen wir mal, auf einer Insel sind ein paar Menschen und es existieren 10 Euro auf dieser Insel in gedruckter Form, um das jetzt vereinfacht darzustellen. Alles Geld, was es überhaupt gibt, sind 10 Euro. Und jetzt
haben, nimmt jemand einen Kredit auf, oder ja, vergessen wir mal kurz die 10 Euro, aber sagen wir mal, also jemand nimmt Kredit auf und muss 11 Euro zurückzahlen. Aber es sind nur 10 Euro tatsächlich als physisches Geld vorhanden. Und um jetzt diesen einen extra Euro, der halt fraglich zurückgezahlt werden muss, muss er halt... Hallo. Hallo. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Die meiner Fest kann ich Ihnen zeigen. Kurze Schaffner-Interaktion. Okay, also die Idee ist quasi, wenn Zinsen gefordert werden, wurden die Zinsen nicht als physisches Geld erschaffen und die einzige Möglichkeit für die Person, die Zinsen zurückzuzahlen, ist es durch Gewinn machen von jemand anderem quasi das Geld, also den einen extra Euro zu erwirtschaften. Und insgesamt existiert aber nicht so viel physisches Geld, wie die Banken fordern. Also führt es dazu, dass irgendwelche Bürger, sage ich mal, dann pleite sind und die Bank, die ja beliebig viel Geld schöpfen kann, ohne dafür irgendwas zu tun, außer halt sich ein Geldscheindesign auszudenken und wie man das schlecht fälschen kann. Die Bank kassiert dann halt die ganzen Hypotheken ein, die jemand als Sicherheit angegeben hat. Also finde ich große Nachteile, aber bin ich neugierig, was du sagst. Und falls ich noch Zeit habe zum Thema Tiering, also ich sehe da natürlich die Möglichkeit, dass da Betrug betrieben wird, aber die sogenannte Person mit A hat mir erzählt von den Wahrnehmungen, die sie hatte in ihrer Wohnung, die sie nicht mit der Tiering-Person besprochen hat, und die Wahrnehmungen haben sich gedeckt. Und überhaupt hat sie auch in einer anderen Wohnung mit einer anderen Person, ohne dass sie vorher gesprochen haben, da haben die Wahrnehmungen auch übereingestimmt. Also denke ich, sollte man das immerhin berücksichtigen. Und da besteht ja tatsächlich die Möglichkeit, dass es zusätzlich dazu, dass Leute damit betrügerisch agieren können, die Möglichkeit gibt, dass auch tatsächlich besondere Wahrnehmungen wahrnehmbar sind und daraus gewisse Handlungen wie Clearing potenziell auch frei von Betrug ableitbar sind. Und ich finde, das hätte auch schon formuliert werden können und dann wäre das weniger möglicherweise verletzend für Leute, denen so ein Thema ein bisschen sensibel ist. Und da sind wir wieder wahrscheinlich in mehreren sich schon gelieferten, überlappenden Themendiskussionen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und geht mal weiter. Danke. Ja, ich stelle mich jetzt wieder laut. Jetzt bin ich zu laut. Jetzt, Luis, jetzt müsstest, also Luis und Öffi, ihr müsstet mich jetzt wieder gut hören. Öffi, mal kurz nicken. Ja, dann stimmt wieder die Technik. Ja, also ganz generell, also erstmal muss ich ganz kurz noch vorab sagen, ich stelle jetzt mal zurück, was ich noch so an Themen für heute gehabt hätte, nämlich was ist die menschliche Lebensform, die menschliche Liebesform, was ergibt sich aus diesem neuen Filmbericht. Ich empfehle jedem, diesen Filmbericht zu schauen, denn das ist wirklich wieder mal wenigstens wieder eine Nummer weniger schlecht. Und Liebesformen, und das machen wir vielleicht dann beim nächsten Mal, die Liebensformen und Lebensformen, die eben zum größten Glück führen sozusagen. Aber wir sind ja jetzt dabei, der ÖFF hat das eben auch angesprochen, zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel bei dem Clearing, ja, zum Beispiel, da benutze ich ja immer das Wort Selbstbetrug. Also es geht für mich da nicht so in erster Linie um Betrug. Ich würde niemals solch einer Person vorwerfen, dass die da bewusst Betrug betreiben würde, sondern die Person, die vorteilbringenden Irrtümer sind ja eben gerade immer so, dass die Leute ihre Irrtümer selber glauben, mit denen sie die anderen Menschen abzocken. Diese Abzocke ist aber kein bewusster Betrug, sondern ist eine Selbsttäuschung und eine Fremdtäuschung.
Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin erklärt, dass eben die Menschen deswegen sich solchen Selbsttäuschungen anschließen, weil da immer eine Herde ist. Und der Mensch scheint einen Zwang zu haben, immer irgendeine Herde, wenn da viele Leute sind, die einen bestimmten Selbstbetrug glauben und bestimmte vorteilbringende Irrtümer glauben, dann rennen plötzlich ganz viele damit. Und wenn irgendwo mit etwas viel Geld verdient wird, gibt es viele Leute, die damit viel Geld verdienen, die deswegen diese vorteilbringenden Irrtümer als Wahrheiten ausstreuen. Und dann sind wieder die Masse der Menschen läuft dann als Herde wieder mit diesen mit, sodass man sagen kann, eigentlich jeder Bürger in Deutschland in der Marktwirtschaft ist eigentlich immer irgendwie Teil einer Herde, wo er als Opfer mitläuft bei irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern und Selbstbetrugsmechanismen irgendwelcher Sparten, in dem Fall der Geomantie-Sparte, die so das Geld aus der Gesellschaft rausholt. Also damit deute ich natürlich an, dass ich keinerlei Realitätsbezug davon irgendetwas meine zu sehen, denn naturwissenschaftlich hat man also solche Dinge ja auch tausendmal untersucht und nie irgendetwas gefunden. Das heißt, man hat immer nur Selbsttäuschung gefunden. Ne? Aber zurück zu dem Wichtigen jetzt, nämlich das zinsfreie Geldsystem. Ja? Und da mache ich als Beispiel, es war gerade ein toller Fernsehbericht vor ein paar Tagen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der ARD zu sehen, darüber, dass Otto Versand Hamburg die ersten 1.000 Arbeitsplätze, also Otto Versand Hamburg hat einfach 1.000 Leute in Deutschland entlassen und hat einfach diese 1.000 Arbeitsplätze nach Tschechien und nach Polen verschoben, weil das dort nur die Hälfte kostet. Ja? Und genau das ist der Punkt, dass alle Leute, die über zinsfreies Geldsystem oder über all diese anderen Maßnahmen reden, immer völlig vergessen, dass die Firmen wie Otto Versand Hamburg 10-mal stärker sind als wir alle zusammen und einfach nur einen Knopfdruck drücken müssen, jemanden anrufen müssen und sagen müssen, verlagert bitte unsere Arbeitsplätze von Deutschland, entlasst die Leute und verlagert diese Arbeitsplätze nach Polen, nach Tschechien, nach Indien, nach sonst wohin. Ja? Und all diese Dinge wie das zinsfreie Geldsystem, die würden alle funktionieren, wenn die Wirtschaft darauf nicht reagieren könnte. Aber sie kann darauf reagieren und sie geht dann einfach weg und zurückbleiben Massenarbeitslose. Ja, wenn man in Deutschland ein zinsfreies Geldsystem einführen würde, dann würden die Mercedes-Eigentümer und die Eigentümerfamilien BMW, ich glaube, das ist die Quandt-Familie, bei der VW-Familie, da gibt es, glaube ich, die Porsche-Familie und andere Familien dabei, die wären so schnell weg, so schnell könnten wir gar nicht gucken. Und die würden die Fabrikhallen hier, die würden sie stehen lassen, die sind bei und verkaufen, aber die Maschinen würden sie mitnehmen nach Polen und Tschechien und dann würden in Polen und Tschechien Hunderttausende gut bezahlte neue Arbeitsplätze entstehen und in Deutschland hätten wir Hunderttausende Arbeitslose. Und über die freut sich nur eine Gruppierung, die Sozialsparten, die diese Sozialfälle, die dann völlig verwahrlosen als Langzeitarbeitslose, dann verwalten und betreuen. Ne? Und dann machen die riesige Karrieren. Und jetzt mache ich nur noch zum Schluss das mal deutlich, warum das denn so schädlich ist, ein zinsfreies Geldsystem. Warum das dazu führt, dass die Konzerne alle abwandern und eine Massenarbeitslosigkeit dann entsteht automatisch. Weil Zinsen sind eigentlich dafür da. Ich habe Geld. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt 200.000 Euro gespart oder jemand hätte 200.000 Euro gespart. Dann hat er dafür vielleicht 10 Jahre gearbeitet, hat unzählige Arbeitsstunden gearbeitet. Und mit den 200.000 Euro, wenn er die jetzt jemand anderem leiht, dann kann der damit auch wieder Leute Tausende von Arbeitsstunden bezahlen und kann diese Leute für sich, für sein Unternehmen arbeiten lassen, mit den 200.000 Euro, die ich ihm leihe. Jetzt besteht aber immer das Risiko, wenn ich ihm diese 200.000 Euro leihe, dass der pleite geht und ich mein Geld nie wiedersehe. Also will ich Zinsen haben, einfach nur als Ausgleich des Risikos, dass es ja sein kann, dass ich diese 200.000 Euro nie wieder sehe
Und wenn ich zum Beispiel, wenn jemand jetzt viele 200.000 Euro verliehen hat, dann hat er vielleicht 9 Fälle, wo über die Zinsen ein Risikoausgleich zurückkommt sozusagen. Und wenn dann einer von den 10 diese 200.000 nicht zurückzahlt und der Verleiher dann also 200.000 Euro Verlust macht, decken die Zinsen, gleichen diese 200.000 dann aus. Das heißt, die Zinsen sind dazu da, überhaupt noch die Bereitschaft zu erzeugen, dass dieser Mensch, der, was weiß ich, 2 Millionen hat und 10-mal 200.000 Euro verleiht, dass er das nur macht, weil er 9-mal über die Zinsen etwas über 200.000 Euro reinbekommt und dadurch also sozusagen ein kleines Plus macht, auch wenn einer von den 10 ein Totalausfall wird und gar nichts zurückzahlt, weil er pleite geht. Ja? Und das ist, heißt also, in dem Moment, wo ich die Zinsen abschaffe, das klingt wieder so schön, als könnte dann es keine Gegenreaktion geben, aber die automatische Gegenreaktion wäre, dass derjenige mit den 2 Millionen Euro diese seine 2 Millionen überhaupt nicht mehr verleiht. Dadurch gibt es keine neuen Unternehmen in Deutschland, keine neuen Arbeitsplätze entstehen und die Arbeitslosen bleiben alle arbeitslos. Und wer freut sich darüber? Die Sozialspartler, die Arbeitsamtmitarbeiter zum Beispiel, die die Arbeitslosen betreuen. Die freuen sich nämlich darüber, dass es so viel Kundschaft gibt, ja? Und dass die alle Kunden bleiben. Ja? Und das ist genau die Krankheit der Marktwirtschaft. Genau das ist ja in der Gemeinwohlwirtschaft unterbunden, weil dann kriegt der Arbeitsamtmitarbeiter ja nur noch dann Belohnungen und Geld, wenn er für jeden Einzelnen, den er in Arbeit untergebracht hat, also unbürokratisch in Arbeit untergebracht hat. In der Marktwirtschaft ist es aber quasi so, dass solche Ideen aus den Sozialsparten kommen, zinsfreies Geldsystem ist gut, ne? Und wenn das dann praktiziert wird, führt das dazu, dass niemand mehr jungen Unternehmern Geld leiht. Und wenn jungen Unternehmern niemand mehr Geld leiht, entstehen 0 neue Arbeitsplätze in Deutschland und dann bleiben die Arbeitslosen nämlich alle arbeitslos. Und darüber freut sich dann die Sozialspartler. Und insofern ist das also eine völlig verrückte Idee mit der zinsfreien Geldsystem, die einfach nur daher kommt, dass es Sozialspartler gibt, die gerne eine zerstörte Wirtschaft haben, in der es möglichst viele Arbeitslose gibt, weil sie nämlich davon leben, Arbeitslose und zerstörte Existenzen zu betreuen. Obdachlose, Arbeitslose und so weiter. Meine These ist ja, es gibt nur deswegen so viele Obdachlose und Arbeitslose in Deutschland, weil die Sozialspartler mit diesen vorteilbringenden Irrtümern überall Gehirnwäsche betreiben und dann wieder Herden sich bilden, weil die Leute das so faszinierend finden. Ja, zinsfrei Geldsystem, das klingt ja so, man könnte so den Reichen da ein Schnippchen schlagen und den Reichen so ein bisschen Geld wegnehmen und vergisst völlig dabei, dass sie sich ganz einfach wehren, in dem Fall ganz einfach wehren, indem sie ihr Geld nicht mehr verleihen. Und damit ist dann die Wirtschaft kaputt eines Staates. Ja, ich gebe weiter an den Öff-Öff. Jetzt wäre wieder für die neuen Gästin die Möglichkeit, dazwischen zu funken und sich einzuschalten. Ansonsten Öff-Öff, du bist dran. Ja, ich lasse mal wieder ein paar Atemzüge und vielleicht Überlegenszeit, ob die neue Teilnehmerin auch was sagen will. Ja, ansonsten greife ich die beiden angesprochenen Themenfelder auf, die uns da in der letzten Zeit bewegt haben oder wo auch Angebote kamen, dass wir uns damit beschäftigen könnten. Der Verfassungsentwurf und jetzt die Frage nach dem Geld, zinsfreies Geld. Also bei dem Verfassungsentwurf hätte ich mich auch gefreut, wenn der Betreffende dazugekommen wäre hier. Die Einladung wurde ja meines Wissens ausgesprochen und wir das hier mal hätten besprechen können. Oder auch im Forum kann es behandelt werden. Und ja, also ich habe ja meine Haltung dazu so beschrieben, dass wenn wir
Menschen uns alle als denkfähige Wesen betrachten, dann ist es gut, genau dies unter uns festzuhalten. Jeder kann mitdenken und sollte auch mitdenken. Und nicht einer macht was über den anderen hinweg oder ohne ihn. Also zumindest, wo diese gemeinsame Denk- und Schaffensarbeit möglich ist, sollte man ihr Raum geben. Infolgedessen haben wir als Verfassung des Demokratiefürsorgecamps eine ganz kurze Verfassung, die genau das sagt, lasst uns gemeinsam so über die Dinge nachdenken, freie Argumentekultur bei Konflikten. Lasst uns schauen, die möglichst direkt miteinander zu lösen oder sonst Konflikthelfer oder notfalls auch die gesamte Entscheidungsgemeinschaft oder Entscheidungsgruppe mit dazu zu nehmen. Damit ist als Anfang eigentlich genug gemacht. Und wenn man mehr macht, stellt sich schon wieder die Frage, warum traut man es den anderen nicht zu oder dem gemeinsamen Suchen dann, sodass man das schon vorher festschreiben muss, bis hin zur Gefahr, dass man damit eben Inhalte über die anderen hinweg festlegen will. Ja, das hatte ich dazu gesagt. Wäre schön gewesen, wenn der Verfasser dieser Verfassung im Forum oder hier dann da auch dazukommen mag, dass man darüber reden kann, wie sich die Dinge dann am besten entwickeln können. Bezüglich des Geldes ist es so, dass, ja, wie ich schon sagte, auch bei Wirtschaftsreformkonzepten wie vom Königreich Deutschland sind es Schritte in einer Richtung hin zum menschheitsfamiliären, gesamtverantwortlichen Planen und Teilen, oder sind es Bremsen oder gar Blockaden, die da zwischengestellt werden sollen, sodass man das eigentlich entscheidende Ziel nicht oder schlechter dabei erreichen kann. Das sollte man vorher gründlich auf den Tisch bringen, damit man sich nicht falsch bindet, fesselt oder gegenseitig lähmt oder ja, unnötig dann auch in Konflikte verwickelt. Und was das Geld angeht, nehme ich jetzt mal einfach die Brille eines familiären Teilens an, um da einen Blick drauf zu werfen, was dann von Geld und auch Zinsen so zu halten ist. Also das Geld ist ja ein symbolischer Ausdruck für Werte. Soll es sein. Also es gibt drei Grundfunktionen, die seien nur am Rande erwähnt. Geld als Ortungsmittel, Geld als Tauschmittel, Geld als Maßeinheit. Das Tauschmittel ist das, was als Grundfunktion gesehen wird. Ortungsmittel wird häufig als ungünstig, als Gefahr angesehen, dass Leute eben dann, ja, während die Äpfel sonst schlecht werden, ne, schafft man sich eine Form, eine Kunstform, mit der man Werte dann eben so dauerhaft konserviert ansammeln kann. Man muss sie nicht mehr abgeben, weil sie werden ja schlecht, man muss damit nichts machen, weil das Werkzeug rostet nicht. Oder ja, insofern wird das von manchen als Problem gesehen. Und die Maßeinheit ist noch was Besonderes, nämlich dass eigentlich Geld auch als eine Rechengröße betrachtet werden könnte für Bedürfnisse von Menschen, ihre Arbeiten und Güter. Und das kann zum Beispiel ja spannend sein, um zu vergleichen, wie ist die Lebensqualität jetzt in einer kärglichen Gegend Afrikas im Vergleich zur Gegend hier in Mitteleuropa. Da könnte man dann, indem man eben es in vergleichbare Größen, also in ein Äquivalent, also Geldwert, Geldmaßeinheit einrechnet, könnte man das wissenschaftlich dann vergleichbar machen. Ja, aber jetzt komme ich zu dem Punkt mit dem Zins. Also der Zins hat natürlich deshalb vor allem auch einen sehr schlechten Beigeschmack, weil nicht nur eben dann Mittel gehortet werden durchs Geld, sondern nehmen wir an, einer hat da drei Äxte und ein anderer möchte die auch haben. Jetzt setzen wir mal voraus, in einer menschheitsfamiliären Gruppe, er wird dafür auch was machen, was nützlich ist für die Gemeinschaft. Der andere sagt, du kriegst die Axt nur, wenn ich damit Mehrwert dran verdiene. Ja, und wenn dann Zins, Zinseszins und so weiter, das kann natürlich ganz leicht eine Quelle für leistungsloses Einkommen sein, womit sich jemand gesund stößt und der andere kommt gar nicht mehr nach mit den Zinszahlungen, die er zu leisten hat. Wir sehen das ja in der Staatenentwicklung, wo die eigentlich alle so verschuldet sind, die Drittweltländer, ne, dass man das als Daumenschraube ein Stück weit für ihre wirtschaftliche und politische Entwicklung eingesetzt hat. Und genauso aber hier auch, wenn man sich anschaut, wie kommt denn ein Staat wie Deutschland mit seinem Schuldenberg
zurecht oder wie soll man sich das vorstellen, dann weiß man, welche Problematik da drin stecken kann. Ja, und auf der anderen Seite, es gibt ja sogar das noch weitergehende Konzept, wir nehmen den Zins weg, das heißt, wenn jemand etwas an einen anderen abgibt, eine seiner Äxte, bekommt er nicht mehr zurück, sondern man kann sogar, so wie Äpfel verfaulen oder Werkzeug sonst rosten könnte, kann man sagen, auch das Geld hat einen Verfallsprozess. Und das würde natürlich dazu bedeuten, dass alles, der wird seine Axt möglichst schnell dann auch mit anderen teilen wollen, damit sie sinnvoll eingesetzt werden kann. Er würde sein Geld möglichst schnell im Tauschkreislauf einsetzen, weil er im nächsten Moment, wenn er es 2 Tage liegen gelassen hat, ist es schon weniger wert. Also, ja, ich schaue jetzt mal, was würde denn eine Menschheitsfamilie gut finden, wenn man gemeinsam Sinnplanung machen würde? Dann ist das nämlich so, dass manchmal das Verleihen, ohne da irgendwas an Mehrwert erwarten zu können, Sinn macht oder an andere abgeben. Am Ende ist gar kein Verleihen mehr, dann wäre es ja gar kein Privateigentum sogar mehr, sondern man sieht alles als Eigentum der Gruppe für gemeinsames sinnvolles Planen im Ganzen. Dann haben wir eine Verantwortungsplanwirtschaft, also keine Pseudoplanwirtschaft, die das wieder für Staatskapitalismus oder irgendwelche Manipulationsgruppen im Hintergrund entfremdet, sondern es wäre in einer Gruppe wie in einer schönen Familie, so dass man gemeinsam mit den gemeinsamen Dingen Plan zum Wohle aller. So, und das nehmen wir jetzt mal kurz eben noch auf das Geld und den Zins bezogen. Wenn es um etwas geht, wo es nicht sinnvoll ist, dass man das für ewig beiseite legt oder dass einer das hauptsächlich für sich so ansammeln will, wie die Früchte oder die rostenden Werkzeuge, dann ist es gut, dass er das einfach abgibt. Und dann wäre sogar eben eher ein Druck, der sagt, in deinen Händen wird es weniger wert, auch wenn du es in Geld umrechnest, wird es weniger wert. Wäre einfach realistisch, um mit diesen Dingen gut umzugehen. Also sie an andere abzugeben, damit die auch mitessen können oder die Werkzeuge mitverwenden können. Was anderes ist es aber, wenn es zum Beispiel darum geht, langfristige Wirtschaftsplanungen zu machen, wo man ein großes Unternehmen, also etwas, was man bauen will, was Großes, was man bauen will beispielsweise, mit entsprechendem Ansparen oder Ansammeln von Mitteln ermöglichen würde oder möglichst gut durchführbar machen würde, dann ist es nicht gut, dass man den Betreffenden unter Druck setzt, hier gib schnell alles weiter und gib schnell alles ab, weil dann würde nie die Sparmenge zusammenkommen, mit der man dieses große Unternehmen, dieses große Gebäude beispielsweise, würde bauen können. Und insofern, manchmal wäre so etwas wie der Zinseffekt gut, also gib schnell weiter, damit andere mitessen oder die Werkzeuge verwenden können. Manchmal wäre so etwas wie der Zinseffekt, dass es eben möglich ist, anzusammeln, gut. Und das muss man immer nach Situation sehen. Eine Familie, die gemeinsam liebevoll plant und nach Sinn im Ganzen geht, die kann das sinnvoll gestalten. Alle daraus herausgerissenen, anonymisierten oder bloß formalistischen Prozesse gehen immer an dieser Lebendigkeit der gemeinsamen, zum Wohl aller planenden Familie vorbei. Ja, so viel mal aus der Blickrichtung der verantwortlichen Menschheitsfamilie auf sowas wie Umgang mit Tauschmitteln und Ortungseffekten oder Weitergabedruck. Ja, Ich gehe weiter. bevor ich gleich den Luis laut schalte, nur kurz Hinweis, Luis, die unsere Dame, unser neuer Gast ist verschwunden und das ist wohl auch, wir waren auch allerdings heute nicht sehr konzentriert darauf, direkt auf irgendwelche Irrtümer konzentriert zu diskutieren, aber ich erlebe das immer wieder. Ich werde auch nie wieder inserieren. Ich habe jetzt wieder sehr viel investiert und hatte heute auch wieder mit einer Frau wieder 3 Stunden telefonisch geredet und sie ist natürlich heute Abend auch nicht da und so weiter. Also das heißt, man investiert da die Sache rein und man sieht ja auch an unserem neuen Gast, man hört zu, behält seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer, bringt sich nicht ein, legt sich nicht offen, sondern jeder Mensch läuft rum sozusagen. Nee, ich will meine Irrtümer behalten, ich will meine Ideologien behalten, ich will die Herde, ich will meine Herdenposition nicht gefährden, dass ich einer Herde angehöre, höre, in der bestimmte Irrtümer normal sind.
Und deswegen bringe ich dann auch nicht ein, was ich jetzt denke, um gar nicht gefährdet zu werden, dass das dann eventuell jemand in Frage stellen könnte. Und dann klinke ich mich lieber raus aus der Diskussion, so nach dem Motto, ich weiß es besser als all die anderen. Ich habe zwar nicht gesagt, was kein Argument gebracht. Und so läuft das heute. Und deswegen ist ja so meine Grundthese, dass wir gegen die Diktatur der Spaten einfach keine Chance haben. Die ist so mächtig und die Prozesse sind so massiv. Ich habe heute wieder auch draußen mit drei Frauen gesprochen, die an sich heute dann dabei sein wollten in der Talkshow. Aber es kommt halt niemand und so weiter, weil eben dieser Mechanismus der ist. Jeder gehört irgendeiner Herde an mit irgendwelchen Irrtümern und will dabei auch bleiben. Und schon einfach, weil er da nette Leute hat. Und das ist so, wie wenn man bei den Zeugen Jehovas ist, dann darf niemand die Zeugen Jehovas-Konzeption in Frage stellen, weil man, wenn man dann plötzlich anders denken würde, dann würde man ja nicht mehr zu dieser Herde gehören. Aber den Menschen ist es wichtiger, zu dieser Herde zu gehören, als sich mit Wahrheit und Argumenten zu beschäftigen. Ja, Luis, und jetzt hoffe ich, dass du doch vielleicht nochmal vehement Gegenargumente bringst und auch nochmal, so wie der Öffer jetzt es gerade ja versucht hat, nochmal das zinsfreie System zu unterstützen. Der Öffer hat ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eben auch den Schwundgeldcharakter des Ganzen, dass das Geld auch weniger wird bei der Idee des zinsfreien Geldes angesprochen. Ja, und ich hoffe jetzt von dir nochmal deine Argumente zu hören für dieses zinsfreie Geldsystem, vielleicht sogar kombiniert mit einem Schwundgeldsystem. Ich rufe gleich wieder, wenn du loslegen kannst. So, jetzt bist du so laut, wie es geht. Du kannst loslegen. Ja, danke. Also, ich fand jetzt die Nachteile am Zinssystem größer, als wenn jetzt irgendwelche Firmen abwandern. Und ich würde auch denken, wenn eine Sache falsch ist, sollte man nicht, also, oder wäre es interessant zu überlegen, ob man aus gefühlter Abhängigkeit zu irgendwelchen Mächtigen die trotzdem mitmacht. Also ich finde es beim Königreich ganz eindrucksvoll, dass die halt versuchen, autark zu werden und es scheint auf ihre Art zu klappen und dass sie sich keine Gedanken machen oder halt dass sie sich nicht davon abschrecken lassen, welche Firmen kommen oder nicht kommen bei ihrer Art. Was auch natürlich interessant ist, dass theoretisch in jedem Land das Patentrecht anders ist. Und weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es stimmt. Ich nehme an, der Dylan hat da einiges dazu dann wieder, ich sag mal, zu befürchten. Also er hat einen Haufen Patente auf die Schnelle hochgehoben, so Ordner, und hat behauptet, was die alles können. Und dass, ja, die wären dann halt, theoretisch würden die nicht dem Patentrecht unterliegen wie in anderen Ländern. Und dann könnte halt eventuell denkbare freie Energie klar genutzt werden. Kann natürlich auch wieder irgendwie fake sein. Also Dylan, was du meintest, nur dass sämtliche Studien bisher da mit dem Clearing-Dingsbums keine Ergebnisse gebracht haben, dass man es deswegen ausschließen muss, haben wir auch schon oft gehabt, dass ich das übertrieben finde und unwissenschaftlich. Und dass ich mir da eine andere Formulierung wünschen würde, nämlich dass man halt, da man kein Ergebnis kennt, was in die Richtung geht, dass man eher dazu tendiert, dass es Fehlwahrnehmungen sind von Leuten, die halt in ihrer Herde bleiben wollen, wie gesagt. Aber man könnte natürlich auch argumentieren, dass der Fall ist, also was wäre jetzt, wenn dann doch die Wissenschaft das irgendwann feststellt, was ist dann mit den Leuten, die quasi schon immer aufgeschlossen waren, oder halt den Leuten, die das kategorisch abgelehnt haben, obwohl dafür eigentlich keine Grundlage war, nur damit sie in ihrer Herde bleiben können. Ich hoffe, das war deutlich, was ich meinte. Ich schaue mal auf meinen Stichpunktzettel.
Ja, und dann wollte ich noch sagen, das Königreich ist angeblich offen für Verbesserungsvorschläge. Kann man Mails hinschicken. Ich habe so ein bisschen geschildert, was ich mache, was Öffi macht, was Dylan macht. Und hatte das Gefühl, dass er sehr schnell seine Schubladen benutzt hat, so wie ich auch bei Dylan teilweise sehr schnell das Gefühl habe. Und ja, weiß ich nicht. Insgesamt hat man bei Dylan natürlich die Möglichkeit, viel zu argumentieren, wie es uns nicht sehr oft gegeben. Ich habe auch schon mal bei Öffi eine Schublade erlebt. Da sind wir alle anfällig und profitieren wir, glaube ich, alle davon, wenn wir ja da sehr achtsam sind. Fand ich gut, dass Öffi rausgearbeitet hat, dass es etwas so gibt, wie die eine Art von Zinsumgang sinnvoll ist und Situationen, wo eine andere Umgang sinnvoll ist. Und diese Familienperspektive, geht alles von einem anderen, vielleicht höheren Blickwinkel an, was interessant ist. Ich erinnere mich gerade so halb, dass Dylan irgendein Argument hatte mit jemand anderem. Und dann meinte Öffi, wie das denn ist bei den Zellen. Ich weiß jetzt gerade nicht das Beispiel, aber so gesehen, wenn es mir einfällt, werde ich nochmal Dylan bitten, dazu Stellung zu beziehen. Ich glaube, es ging darum, ja, wieder, dass halt die Reichen abwandern, denn, ach ja, genau, es ging um den Mindestlohn, glaube ich. Genau, da meinte Dylan, der Mindestlohn, die Idee ist halt insofern schlecht, weil dann die Reichen abwandern. Und dann hat Öffi, glaube ich, gemeint, dass es mit dem Lohn halt eh schlecht ist. das Vergeltungsdenken. Und da würde mich Dylans Idee nochmal interessieren oder Antwort. Und insgesamt habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass Öffi halt von dem Ultra-Ultra-Ideal ausgeht, wo es gar nicht so relevant ist, wie da der Rest der Welt mitzieht, sondern er macht es halt einfach. Ein bisschen könnte man sagen, macht es das Königreich. Andererseits, und Dylan geht halt darum, dass er einen Weg findet, wie man von der Situation in die andere kommt. Das macht das Königreich andererseits auch. ich hoffe, mein Schwafel macht Sinn und ich gehe mal weiter. Danke. Ja, ich muss wieder gucken, dass ich aus dem Piepsen rauskomme. Ja, ich glaube, jetzt ist das Piepsen weg, oder? Ja, ist, glaube ich, ganz gut weg. Ja, also ich versuche mal, ich habe mir etliche Notizen gemacht. Luis, du hörst mich ja jetzt wahrscheinlich wieder gut, ja? Ich versuche es mal. Erstmal ganz kurz mein Eindruck. Ich habe den Peter ja von dem Königreich Deutschland auf vielen Videos mir angeschaut. Mein Eindruck ist das, ich hoffe, ich werde vom Gegenteil, das Gegenteil wird mir bewiesen. Mein Eindruck war, dass er niemals offen wäre, seine Konzepte bei einer freien Argumentekulturdiskussion überhaupt zu stellen. Ja, denn das klingt für mich eben wieder so. Es gibt eben, guck mal, Luis, es gab Gurus, die haben ihre Sekte zum Selbstmord gebracht. Also die haben um sich Leute geschart mit bestimmten Irrtümern und vorteilbringenden Irrtümern, die vielen Menschen vertraut sind und die diese gerne hören. Und dann haben sie mit denen eine Sekte gemacht und irgendwann haben sie die ganze Sekte zum Selbstmord aufgefordert, zum kollektiven Selbstmord. Ja? Und das funktioniert. Diese Leute sind viel erfolgreicher als ich, weil die einfach es geschafft haben. Mit bestimmten Irrtümern kann man ganz einfach viele Leute, die anfällig sind für Irrtümer, weil sie selbst keine starke freie Argumentekultur-Tradition kennen und haben, zu finden. Und dann begehen die auch alle brav Selbstmord miteinander. Genauso war es jetzt, die größte Wahnvorstellung war ja gewesen, die wir kennen. Da hat die Waffensparten, ich habe ja das Bild mit den Spaten jetzt hier wieder auf, ja. Die Waffensparten hatten damals gemerkt, da ist so ein verrückter Hitler, der hasst die Juden,
Das bringt uns also eine Art Bürgerkrieg gegen die Juden. Ja? Und der hasst auch alle anderen Untermenschen und alle anderen Rassen, außer der arischen Rasse, ja. Und der wird, ja, so eine Mentalität, der Mann hat recht, das führt zum Krieg und wir als Waffenindustrie und als Stahlindustrie Deutschlands, wir werden dann Milliarden verdienen. Dass dabei 60 Millionen Menschen getötet werden, unter anderem 6 Millionen Juden abgeschlachtet werden, spielt alles keine Rolle. Hauptsache, wir machen Umsatz. Das ist auch, und da, diese Waffensparten Deutschlands und die Stahlsparten, die haben das bestimmt nicht so bewusst gedacht, sondern die hatten für alles einen Irrtum, einen Selbstbetrug, so wie bei diesen, wie das genau den gleichen Selbstbetrug, wie sie die Leute haben, die an irgendwelche bösen Energien glauben und glauben, dass es in Ordnung ist, für ihr Clearing Geld zu verlangen, ja. Und so funktioniert die Welt. Und diese Waffensparten bei Hitler, die hatten also eben einfach dann gemerkt, der Hitler, das ist genau der richtige Wahnsinnige, der uns Umsatz bringt. Und Hitler hat geliefert. Er hat also riesen Mord und Totschlag ausgelöst sozusagen und damit am Ende die einzigen, die profitiert haben von diesem ganzen Hitler-Wahnsinn, waren die deutsche und internationale Stahlindustrie und Waffenindustrie. Und die haben gut verdient. Und jetzt, wenn wir uns die derzeitige Gesundheitssituation anschauen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wegen der Löschungsgefahr, ja, dann ist es im Moment so, dass einige Leute im Moment durchschauen, aha, da ist die Gesundheitssparten, die haben gerade vorteilbringende Irrtümer im Kopf. Und ein Großteil der Bevölkerung, 80% der Bevölkerung, laufen als Herde mit diesen Irrtümern mit, weil es so schön ist, in der Herde zu sein. Und ich habe gerade gehört, so irgendein Kabarettist soll öffentlich also gehetzt haben gegen die Ungeimpften und so weiter, ja. Und ein Peter Becker oder so ähnlich wie Becker oder so ähnlich soll er heißen. Das heißt also, wir erleben, dass die Leute manchmal bestimmte vorteilbringende Irrtümer mancher Sparten durchschauen und eine Minute später kommen sie selbst wieder mit, auch mit einem anderen vorteilbringenden Irrtum irgendeiner anderen Sparte um die Ecke, an den sie nun wiederum glauben, weil sie auch wieder irgendeiner Herde sich anschließen wollen. Ja? Und jetzt gehe ich nochmal auf das ein, was Öff vorhin gesagt hat. Das Beispiel mit den drei Äxten. Ich versuche das mal deutlicher zu machen, weil das müssen wir viel deutlicher machen, damit wirklich auch alle Argumente auf den Tisch kommen diesbezüglich. Der Öff hat ja im Hinterkopf ein Schenken, das durch und durch auch ein altruistisches Schenken ist, also ein selbstloses Schenken, dann würde derjenige mit den drei Äxten diese Äxte einfach an die Gruppe verleihen. Punkt. Weil er ja keinen Egoismus hat. Ja, sozusagen, er verschenkt das ein, er verleiht die einfach, dadurch werden die Äxte natürlich abgenutzt und nach beschädigt und irgendwann verliert er diese Äxte, aber er verleiht sie, um eben dem Ganzen ein Gutes zu tun. So verstehe ich den Öff. Jetzt sage ich ja, naja, hoppla, das könnte sein, dass die Menschen so dafür nicht erreichbar sind, weil der Mensch auch ein Stück einen genetischen Kernegoismus in sich hat. Und deswegen sage ich ja, im Bonobo Homo habilis Schenker kommunistischen Gruppenehesystem, dass man übrigens auch experimentell immer, man sollte alles experimentell sehen. Man sollte also die altruistischen Schenker-Kommunenanteile und die Gruppenehe-Kommunenanteile experimentell einfach dann untersuchen darauf, wie sie sich entwickeln im Vergleich zueinander. Und bei der Gruppenehe handelt es sich ja um ein Schenken mit einem leicht egoistischen Unterton. Dort verleiht der Mann seine Äxte auch einfach an die Gruppe, will aber, dass das wahrgenommen wird, besonders von den Frauen wahrgenommen wird und dass die Frauen aufgrund seines wertvollen Beitrages mit den Äxten an die Gruppe auch ihm eine größere Chance einräumen, der Vater eines der nächsten Kinder in der Kommune zu werden. Ne? Das ist also Schenken mit einem leicht egoistischen Unterton sozusagen, wie ich es mal nennen würde. Und da glaube ich, das kriegt man leichter hin, als die Menschen dazu zu bringen, ja hoppla, ich habe jetzt also so und so viele Jahre gearbeitet, habe diese Äxte hergestellt mit riesigem Aufwand und geschmiedet und alles und so weiter, stundenlang daran gearbeitet
und ich gebe das jetzt einfach selbstlos weg, weil es für die Gruppe gut ist, wenn ich das jetzt weggebe. Das Problem ist aber, was könnte es dann nicht sein, dass derjenige, der diese tollen Äxte herstellen kann, die alle brauchen, einfach sagt, ich gehe raus aus der Kommune, denn ich kriege hier für das, dass ich diese Äxte herstelle und sie der Gemeinschaft zur Verfügung kriege, kriege ich eigentlich gar nichts zurück, weil die anderen Leute sind nicht in der Lage, Äxte oder andere Werkzeuge zu bauen. Von denen bekomme ich im Prinzip nichts zurück, sondern ich gehe lieber dorthin, wo andere Leute sind, die vergleichbare Dinge wie die Äxte herstellen, wo ich die mit denen, wo der eine mir, wo ich dem einen die Sachen leihen kann und dem anderen die Sachen leihen kann, ne? Also insofern würde ich da sagen, das müsste man wirklich nochmal ganz konkret durchdenken. Und Luis, jetzt zu dir. Du hast das Entscheidende gesagt, gleich im ersten Satz, dass du es nicht so schlimm findest, wenn die Firmen abwandern würden. Der Witz ist aber, ich schaffe keine Arbeitsplätze. Luis, ich sehe auch nicht, wo du irgendwelche Arbeitsplätze schaffst und ich sehe auch nicht, dass FF Arbeitsplätze schafft. Aber das Dumme ist, dass im jetzigen Weltsystem eine Situation, in der niemand mehr Arbeitsplätze schafft, weil ja dann die Firmen, wenn die Firmen abwandern, die ja Arbeitsplätze schaffen, ist das ja nicht so schlimm, dann haben wir einfach eine Situation wie in der DDR. Nämlich, dass alle, wie war die Situation in der DDR? Alle Fähigen wollten raus aus der DDR, die wollten über die Mauer flüchten. Ja, und bevor die Mauer hochgezogen wurde, sind ganz viele Leute, die irgendwas konnten, abgewandert aus der DDR, bevor die Mauer hochgezogen worden ist. Und dann haben sie noch versucht zu flüchten, nachdem sie hochgezogen war, weil sie einfach gemerkt haben, ja hoppla, ich soll hier alles, was ich leisten kann, verschenken, bekomme aber fast nichts zurück, weil die anderen Leute, die da sind, eigentlich gar nichts können. Die können weder Arbeitsplätze schaffen, noch Äxte herstellen, noch brauchbare Werkzeuge herstellen. Ich bin der Gebende in dem System und die anderen sind die Nehmenden. Und das will ich nicht. Und deswegen sind die Leute damals geflüchtet und rausgeflüchtet, ne? Und noch ein Wort zum Mindestlohn, weil du, Luis, das nochmal angesprochen hast. Beim Mindestlohn ist nicht das Problem, dass die Firmen das Land verlassen, sondern dass der Mindestlohn einfach dazu führt, erst einmal, dass Leute, wenn ich einen 12-Euro-Mindestlohn einführe, dann müssen die Unternehmer, alle Leute, die nur eine Stundenproduktivität von 11,50 Euro haben, müssen sie zwangsläufig in die Langzeitarbeitslosigkeit entlassen und nie wieder einstellen, weil sie ja dann mit diesem Mitarbeiter einen ständigen Verlust machen würden und dann selber pleite gehen würden und dann würden alle Arbeitsplätze verloren gehen. Also würden sie lauter Leute werden durch Mindestlohn, wenn Mindestlohn konsequent durchgeführt wird, werden Massen an Leuten entlassen. Nur solange er nicht wirklich kontrolliert wird, ist er unschädlich. Aber wenn er mal kontrolliert würde, würden lauter Leute arbeitslos werden. Und dann in der Folge, in der Spätfolge, ist es natürlich so, dass die Unternehmen dann sagen, jetzt müssen wir lauter Arbeitslose finanzieren. Das ist uns zu viel. Also verlagern wir wie Otto 1000 Arbeitsplätze nach Polen und Tschechien. Und wenn die Deutschen jetzt sagen, naja, wir wollen jetzt noch eine Erbschaftssteuer und noch eine Dingssteuer und dann wollen wir auch noch den Zins verbieten, zinsfreies Geldsystem, dann wollen wir noch ein Schuldgeld einführen, dann sagt Otto halt, naja, dann nehme ich mal doch gleich die ganze Konzernzentrale, lassen 100.000 Arbeitsplätze, kündigen 100.000 Mitarbeiter und stellen in Tschechien und Polen 100.000 neue Mitarbeiter ein und dann sind wir aus dem verrückten Deutschland weg. Das sind die Spätfolgen dann. Aber die erste Folge beim Mindestlohn ist erst einmal, dass es zunächst einmal lauter Langzeitarbeitslose entstehen, wenn der im Mindestlohn umgesetzt würde. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Ich gebe weiter. Ja, wir nähern uns schon wieder der 10 Uhr, aber ich hoffe, dass du noch ein paar Argumente hast, die das entkräften, was ich jetzt gesagt habe. Ja, in der Tat nähern wir uns dem Ende. Um 10 Uhr mache ich ja gerne Schluss. Ich gehe auf ein paar Punkte nochmal ein. Also erstmal, ich danke euch für die Runde und schön, dass wir hier so die freie Argumentekultur im Talk so kultivieren können. Ja,
Also ich gehe auf drei Dinge mal ein. Erstmal, wie können wir arbeiten, um neue Leute dazu zu bekommen? Wo du gesagt hast, du inserierst nicht mehr Dylan und so. Das zweite, die Clearing-Frage, wozu ich noch nichts gesagt habe. Und das dritte nochmal zum Geld. Und was kann da so attraktiv sein, dass Menschen eben auch an was ganz anderem, ganz anderem System mitmachen wollen? Erstmal, also Dylan, wir müssen sehen, ne? Das ist ja nicht nix, wenn heute eine weibliche Person als Gast des Talks mit dabei war. Ne? Wie oft haben wir denn, dass Leute dazukommen? So? Und insofern ist das auch schon etwas Erwähnenswertes. Und wenn du inserierst, hast du heute lange telefoniert, auch mit anderen, ist alles nicht nix. Also ich rate dazu, einfach die Verhältnismäßigkeit zu betrachten. Was entsteht von alleine? Was entsteht auf die eine oder andere Weise, wie man sich engagiert? Ich rate ja eben auch, ob in Facebook, sozialen Medien oder auch in der physischen Realität, zu überlegen, wo ist am ehesten Milieu, aus dem wir Interessenten oder ja auch direkt mit Überzeugte finden können. Ich bin halt nur so, dass ich jetzt wetten würde, dass diese Frau uns jetzt abgehakt hat. Ja, dass die mich abgehakt hat, uns abgehakt hat und nie wiederkommen wird. Und genauso erlebe ich das auch, dass ich eben auch auf der Straße, ich rede ja jeden Tag mit den Leuten und so weiter. Ich glaube, die interessiert das alles nicht, die Bohne, wie man so schön sagt. Die reden nett, ja, ja. Und die sagen, die finden auch den Gedanken der Gemeinwohlwirtschaft gut, die finden auch die Wohlfühlstimme gut und so weiter. Aber es interessiert sie eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Deswegen, wir sind irgendwie, fehlt uns der Punkt, ja, sag nochmal noch was dazu, was du für Ideen hättest, wie wir wirklich die Leute begeistern können für sowas. Ich fürchte, wir kommen einfach gegen die Diktatur der Spaten nicht an. Das ist einfach zu stark. Das ist einfach eine Macht. Ja, also ich halte auch die Splitterkonsumsucht der Menschen, die Willkürsucht für ganz tief verwurzelt und für das Schlimmste, also was uns vielleicht auch in katastrophale Entwicklung bringt. Und trotzdem, man tut ja, was man kann und überlegt das so. Und in der Tat, also wenn inserieren Leute bringt, sollte man überlegen, ob das Sinn machen kann. Ich rate zum Hingehen zu den Milieus oder dem Mitmachen in entsprechenden Facebook-Gruppen oder sonst was. Ich rate auch dazu, das ganz einfache physische zu machen, so wie ich dem Louis gesagt habe. Setz dich hin, mach Musik auf der Straße, stell das Plakat dazu. Und da kann man jetzt noch überlegen, was ist immer die günstige Formulierung, um Menschen anzusprechen. Also wenn du, Dylan, da auch immer dann ein dickes Plakat oder jedenfalls etwas, was da so Leute gewinnen kann, beim Musikmachen dazu stellst. Das ist so wichtig, dass ich das nochmal kurz ergänzen muss, Louis. Also ich fände es ja toll, wenn du die ganze Woche über durch die Dörfer und Städte gehen würdest, die hübschesten Frauen ansprechen würdest und erzählen würdest, dass wir die Chance haben, ein super glückliches Leben gemeinsam im Kommune-Projekt morgen, heute und in den anderen Projekten versuchen hinzukriegen, weil wir das richtige Know-how dafür haben. Und dass dann diese Leute dann, also Samstag, ich habe ja angeboten, auch zur Not Mittwoch oder Donnerstag oder was war das, Sonntag noch, an, denn ich habe den Eindruck, dass samstags immer so viel andere Sachen los sind, dass wir gar nicht zum ruhigen Gespräch kommen. Aber so diese Idee, dass man kann, wenn man so ein Projekt anzubieten hat und nicht so wie ich so fulltime eingespannt ist in so vielen Sachen, einfach durch die Dörfer und Städte gehen, mit einem Zettel in der Hand und die nettesten Frauen und Leute ansprechen, die sympathischsten Leute ansprechen und fragen, hast du schon mal darüber nachgedacht, auszusteigen und dein Leben ganz neu anzufangen in einer Kommune, in einer Gemeinschaft, ne? Und dann diese Leute, mit denen dann, dass wir dann ins Gespräch kommen mit den Leuten, ne? Das ist mein Vorschlag. Ja, da kann jeder so tun, ne? Was er kann, welche Möglichkeiten er hat. Ich habe da, wo ich da gewohnt habe, in irgendeiner Hütte oder sowas, da habe ich draußen mal ein Plakat dran gehängt. Wir haben es hier in Lilithopia an der Tür oder am Gartenzaun zum Teil und so weiter. Und der Louis, der ist in Berlin. Ich glaube, der braucht nicht noch auf irgendwelche Dörfer zu gehen. Also der ist da jedenfalls in einem Umfeld, wo er viel rumlaufen und sich mit einem Plakat hinsetzen kann oder Leute erreichen könnte. Ja, also da können wir alle tun, was wir können, ne, um die Leute zu finden, auch wenn wir eventuell jetzt erstmal nur nach Juwelen im Heuhaufen suchen, weil die anderen alle so in ihrer Splitter- und Willkür-Konsumsucht gefangen sind. So, das wäre das eine. Der zweite Punkt ist das mit dem Clearing.
Also meine Haltung ist da nicht so entschieden verurteilend oder als ja, schlecht oder unmöglich hinstellend, wie es der Dylan manchmal anklingen lässt. Ich unterscheide aber, welche Erkenntnisformen wie wichtig sind und wie verantwortlich. Und das kann ich gut veranschaulichen, denn auch wenn es da viel zwischen Himmel und Erde gibt, was die Schulweisheit sich nicht erklären kann, wo der Öff-Öff nicht weiß, kann das sein oder ist das richtig oder ist das falsch, ne? Was spielen da alles für Wirklichkeits- und Bewusstseinsdimensionen mit rein? So kann ich doch konkret auch sagen, das Leitmotiv, wo man hingehen sollte, jetzt hier, also wo man sich zu Hause fühlen kann, das sollte in erster Linie sein, das vernünftige Denken und die Frage dann aus diesem vernünftigen Denken heraus, was ist verantwortlich im Ganzen? Wenn dann rauskommt, wir sollten solche systemalternativen Kommunen bilden und dann bieten sich nur, was weiß ich, ganz wenige Orte an, ohne dass da schon wieder falsche Ideologien oder Gurus mit reinfunken, dann kann es sein, dass auch wenn dieser Ort vielleicht sehr unangenehm ist, sehr kärglich, oder jetzt spitze ich es zu, ein Clearing ergibt, der Ort kann nicht geklärt werden. Da bleiben böse Geister, schlechte Stimmungen, verbrannte Luft oder Atmosphäre, bleiben da, lassen sich nicht clearen. Dann kann, wenn das der einzige Ort so ist, wo ich die freie Argumentekultur und die menschheitsfamiliäre Revolution jetzt aber praktisch und als Gemeinschaftsprojekt umsetzen könnte, dann kann bei Abwägung, nach welchen Motiven oder welchen Erkenntniswegen sollte ich mehr oder weniger gehen, kann rauskommen, da muss ich trotzdem hin. Ich kann nicht sagen, das Clearing hat aber ergeben, ist jetzt zu schlecht für mich. Also wenn es um Werte geht, um vernünftig ableitbare moralische Werte, für die auch rauskommt, dass ich dabei meine Gesundheit und mein Leben für opfern müsste sogar, dann ist klar, wenn diese Hauptbegründung, da kann ich das entscheidende Leben, gegeben ist, dann kann alles andere auch interessant sein, aber es kann das nicht mehr aushebeln. Wenn es aushebelnd wirken würde, wäre das unvernünftig und unverantwortlich. Also insofern habe ich nichts dagegen, wenn man alles möglich macht, aber die entscheidende Argumentation für hingehen oder nicht hingehen oder mitmachen, die ist eine andere. Und das sollte man klar herauskristallisieren und den Menschen deutlich machen, dass sie dann wirklich auch nach dem festeren Boden der Erkenntnis und der Verantwortungsorientierung auch gehen können. Gut. Damit komme ich nochmal zum Geld. Also ich habe eben schon beschrieben im Vorbeitrag, wie würden denn Menschheitsfamilien mit diesem Thema umgehen? Also welche Dinge soll man abgeben oder wo ist es sinnvoll, wenn vielleicht einer auch anfängt, was anzusammeln für ein größeres Projekt? Da würde die Familie nach liebevollem gemeinsamen Sinn planen gehen. Das ist letztlich der Maßstab, der am besten ist. Das wird auch keiner bestreiten, mit dem man drüber redet, ne? Also einerseits, wie sollte man in kleinen Gruppen umgehen? Oder was ist die schönste kleine Gruppe, in der solche Verbundenheit und solches verbundene Sinnplanen funktioniert? Also eine gute Familie kann das, weil die Leute sich auch nicht so misstrauen, ne? Sondern sie denken, okay, wenn wir da hingehen, können wir so planen und können so miteinander verbunden sein und gemeinsam auch Projekte auch wirtschaftlich angehen. Was ist das entscheidende Motiv, dass jemand sagen würde, da macht er mit? Auch wenn er keine dicken Zinsen für sich absahnen kann oder ja, wenn es kein Schwundgeldprojekt ist oder was auch immer für ein Konzept er hat, dass die Liebe und die Verbundenheit, dieses Gefühl, ich bin da in meiner Menschheitsfamilie angekommen oder in meiner Zelle einer Menschheitsfamilie, das ist schöner als alles andere. Also auch die Vorstellung kann ich vielleicht, wenn ich ins Ausland gehe und setze billigere Arbeitskräfte ein, kann ich mehr Profit machen. Das kommt nicht mit. Vorausgesetzt, wir könnten eben wirklich den Menschen deutlich machen von der Erkenntnis her und vom Erleben, also indem wir ihnen solche praktischen Anschauungsmodelle, solche Orte, wo sie das mal ausprobieren können, wenn wir ihnen das bieten können, dann könnten sie sehen, das ist am schönsten. Und das meine ich durchaus auch im rechnenden Sinne, denn stellen wir uns vor, da ist jemand, der könnte sich bereichern, auch mit jetzigen Wirtschaftsmethoden. Und kann irgendwann so leben, dass er sagen kann, ja, was wollt ihr denn? Jetzt habe ich doch genug in der Hand und kann auch alleine leben, auch ganz rücksichtslos, oder ich habe halt andere ausgebeutet, um meinen Reichtum anzusammeln. Ich brauche die anderen jetzt nicht. Ich kann so auf eigenen Füßen stehen. Aber sogar auch die leistungsfähigen Menschen, man überlege mal, ein ganz leistungsfähiger junger Mann,
der total gute, was weiß ich, Zimmermann ist, kann sehen, ey, ich bin karrierefähig. Vielleicht sollte ich mehr auf die individualistische oder egoistische Karriere jetzt bauen, statt da in so eine Familie mich einzufügen. Auf der anderen Seite, wenn er sich klar macht, Mensch, ich bin hier so von liebevollen Menschen umgeben, die sich mit mir verbunden fühlen. Was ist, wenn ich morgen den Arbeitsunfall habe, bevor ich die Karriere geschafft habe und es geht mir schlecht? In jedem Umfeld, wo ich wegen der Karriere gesagt habe, ich bin mehr für den individualistischen Egoismus, wäre ich gearscht. Hier ist es so, dass wenn ich morgen trotz all meiner Leistungsfähigkeit die Pleite erlebe und werde zum, was weiß ich, schweren Pflegefall, hier stehen die für mich ein. Genauso wie sie es für die kleinen Kinder tun, für die Kranken, für die Alten. Und so eine Atmosphäre zu haben, dass man nicht gucken muss, kann ich schaffen, mich so durchzusetzen, dass ich mir den individualistischen Egoismus leisten kann und trotzdem geht es mir nicht schlecht. So eine Atmosphäre zu haben, wo man da gar nicht so planen muss, sondern wo man gucken kann, ich kann mich fallen lassen in die liebevolle Menschheitsfamiliengemeinschaft. Das würde auch, wenn man genau rechnet, wo ist man bei allen Unwägbarkeiten des Lebens am besten geborgen und kann das alles bekommen, was man braucht. Ich sehe mal sogar ab von Liebe, Zärtlichkeit und so weiter unter Menschen, die sich nicht übel sind, ne? Also wo man nicht misstrauisch sein kann, noch wenn man jemanden in den Arm nimmt, misstrauisch sein muss. Das sind alles Dinge, das sind ganz andere Qualitäten und Werte und die könnten den Ausschlag geben, wenn Menschen sich ganzheitlich öffnen würden und würden das an sich ranlassen, dass sie das wirklich mal alles mit einbeziehen und abwägen könnten. Und zu denen, Um die eben noch. dieses dein Argument nochmal zu unterstützen, Olfef, der Spiegel hatte damals berichtet, die Leute, die 200 Millionen pro Jahr verdienen, sind depressiv, schwer depressiv, gehen zu Drogenpartys und Prostituiertenpartys und sind verzweifelt, weil sie merken, dass sie für all ihr Geld das nicht bekommen, was sie eigentlich bekommen wollten, nämlich eine liebevolle Gemeinschaft von Menschen um sich herum, wo sie geborgen sich fühlen und entspannen können und wohlfühlen. Und aber ja, aber auf der anderen Seite müssen wir einfach sachlich feststellen, diese Leute sind leider heute nicht hier. Ja, die sind auch schwer zu finden. Aber dann noch zum Geld. Also so eine Familie würde auch nicht jetzt, ich sage mal, ein unkontrolliertes, altruistisches oder willkürliches Schenken praktizieren, so wie heute der Millionär schenkt seiner neuen Liebschaft da ein Rolls-Royce oder so. Sondern es würde eben gemeinsame Sinnplanung sein. Und die hat durchaus eine Ähnlichkeit, wir haben das in den letzten Talks ja auch schon besprochen, mit sowas wie einem leistungsbezogenen Kommunismus, weil die Gemeinschaft guckt. Also zwar ist das Prinzip, und das ist ähnlich aber dem Bonobos, dass jeder glücklich sein soll, auch genug Zärtlichkeit, Sexualität bekommt. Ne? So sagt man, in der Verbundenheit, die wir hier miteinander haben, teilen wir so, dass es allen gleich gut gehen soll. Also dieses Prinzip, jeder bekommt nach seinen Bedürfnissen. Ausgewogen. Aber der kommunistische Spruch lautet eben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Die Verteilung von Aufgaben in einer natürlich für die betreffenden Personen auch angenehmen Weise, also man freut sich ja auch an seiner Leistung, oder kann sich daran freuen. Die Verteilung der Aufgaben ist gerichtet nach Leistungsfähigkeit für das Wohl des Ganzen. Da wäre es nicht, hätte keine Aussicht mehr, einer kommen würde, der absolut nichts kann und würde sagen, ich will jetzt hier die höchsten Aufgaben übernehmen. Ne? Würden die sagen, nee, wir wollen kein Schlosser an der offenen Herzoperation, wir wollen keinen Herzchirurgen, der da das Auto zusammenschrauben soll, sondern da gehen wir wirklich auch konsequent nach Fähigkeit und Leistungsfähigkeit. Aber im Unterschied eben, haben wir auch schon gehabt jetzt in den letzten Talks, im Unterschied zu Bonobos und so, haben wir nicht so eine einfache Leistungsstruktur. Also wäre es nicht gut, wenn die Frauen nur danach gehen, wer die meisten Früchte ablegt, sondern erstens wären ganz andere Fähigkeiten mit im Spiel, also zum Beispiel gerade eben die Fähigkeit, geistig zu Konzepte zu entwickeln oder Verhandlungen zu führen in Konflikten, auch mit Gegnern, mit eventuell bedrohlichen Kriegsgegnern, die auf einen zuziehen, kann viel wichtiger sein, zum Beispiel so eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeiten müssten im Ganzen ganzheitlich so mit in Rechnung gestellt werden, und zwar von der Gesamtgemeinschaft dann. Das werden die schon miteinander überlegen und nicht nur die Frau prüft jetzt, welche Hormone gerade mehr oder weniger blubbern. Und das geht ja sogar so weit, hatten wir ja auch, dass dann für die Abschätzung, welche Fähigkeiten sind jetzt wie bedeutend und wie bedeutend ist da auch das Zusammentun von entsprechenden Partnern, um die Leistungsfähigkeiten weiter voranzubringen, also zu züchten sozusagen, dass mit diesem ganzheitlichen und komplizierteren Blick so eine Gemeinschaft wohl hingehen würde und auch so etwas machen würde, dann wie freiwillige, vernünftige Zuchtplanung.
Ja, also das sind alles Dimensionen, die so ein neuer Stamm, ein Verantwortungsstamm, ein vernünftiger Verantwortungsstamm in einer Weise entwickeln könnte. Das wäre der absolute Hammer für die Vorwärtsentwicklung der Menschheit und für die Lösung der großen Probleme. Und wenn man einen hat, auch jemand, der erstmal als reicher Millionär kommt und ansonsten sein Geld immer mit Ausbeutung verdient hat, wenn der sein Herz und seinen Geist öffnen würde und die würde sich einlassen auf diese Erklärung, warum die Menschheitsfamilienkommune, die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune, warum sie besser ist für sein unmittelbares Glück und Wohlbefinden, für die Dimension seines Genusses, den er im Leben haben kann, bis zu den Lösungskonzepten für die Rettung der Welt, der Rettung der Menschheit. Wenn er sich dafür öffnen könnte, könnten wir überzeugend sein. Dafür müssen wir tun, was wir können. Ne? Das ist mein Abschlussbeitrag für heute Abend. Ich danke euch und gerne dann im Forum weiter oder bei den nächsten Talks dann. Luis, ich stelle dich jetzt gleich volle Lautstärke, gell? Moment. So. Oh, scheiße, das war abgestürzt. Moment, ich muss kurz einwählen. Moment. Ja, so, nachdem der Luis uns also leider verschwunden ist, gehe ich nochmal zurück. Der Luis ist leider schon weg. Dann mache ich jetzt nochmal, sage ich noch was kurz dazu. Also, ja, eben, erstens mal, für heute, du hattest ja gesagt, jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Was ist aber so, wenn tatsächlich viele Menschen, die ja im Moment bewiesenermaßen im Moment geldsüchtig, besitzsüchtig, machtsüchtig sind und damit auch verändert sind, ja, was, wenn die einen mit ihren Fähigkeiten sehr viel alles tragen in der Kommune und die anderen nach ihren Bedürfnissen eigentlich überwiegend nehmen? Wie lange machen das die Fähigen mit? Bei der DDR führte das dann dazu, dass die einfach in ihrer Arbeit einfach ihre Leistung verweigert haben, also eben ihre Fähigkeiten nicht mehr in den Betrieb getragen haben, sondern in der Freizeit, in ihren Hobbys, in ihren Außerarbeits Geschäften, die sie am Feierabend und am Wochenende gemacht haben. Da haben sie dann ihre Energie reingegeben, weil sie die nochmal extra bezahlt bekommen haben. Ne? Das ist so die Frage, die Frage, weswegen ich ja denke, wir sollten experimentell ausprobieren, ob nicht gerade auch diese Fähigen eben nur dann bleiben, wenn sie auch ein klein wenig mehr Anerkennung zurückbekommen für ihre guten, fähigen Leistungen für die Gemeinschaft, ja, dass sie dann auch, dass das wahrgenommen wird, gewürdigt wird, anerkannt wird und sie auch dann eben sagen, ja, ich gebe gerne meine Dinge ein, gemäß meinen Fähigkeiten, weil ich hier so viel Liebe, Wärme und Wertschätzung und Anerkennung erfahre und auch dann sehe, dass das eben jemand, der das nicht einbringen kann, was ich einbringe, eben nicht genau die gleiche Anerkennung und Wertschätzung erfährt, denn warum sollte ich es sonst machen? Ne? Das ist so der Punkt. Aber auf der anderen Seite ist das Argument natürlich überzeugend wäre, wenn der Mensch sieht, dass er außerhalb dieser Kommune ja überhaupt keine Wertschätzung, Liebe und Anerkennung bekommt, ja, dann sollte er auch auf jeden Fall in der Kommune bleiben. Ne? Das wäre das Argument, was dafür sprechen würde, dass man ja dann ruhig auch in der Kommune bleiben sollte. Ja, und dann vielleicht, als wir können das ja beim nächsten Mal dann einfach alles weiter diskutieren. Es kommt ja immer wieder, die Themen kommen ja alle immer wieder zum Glück. Und nur noch beim nächsten Mal könnte ich also sagen, was ich auch noch vorbereitet hatte heute, ist da anlässlich dieser Sendung, die ich am Anfang gezeigt habe. Ich zeige die noch mal ganz kurz, den Link zu der Sendung. Das ist hier. Das war hier, glaube ich, der Link zu der Sendung, der müsste hier gewesen sein. Augenblick, da ist es. Ja, diese Links hier, ja, auf der Homepage. Anlässlich dieser Sendung habe ich auch noch mal gesammelt alle die Beweise, die es in der Biologie dafür gibt,
dass der Mensch eben doch eventuell nur für bestimmte Liebesformen konstruiert sei und Lebensformen konstruiert sei. Das machen wir aber dann das nächste Mal. Und ja, dann also von mir aus haben wir jetzt alles Wichtige. Und wir vertagen wie immer auf die nächste Woche. Und ich rege nochmal an, weil der Samstag scheint wirklich sehr schwierig zu sein, ob wir nicht doch auf Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag auch wechseln könnten irgendwann. Denn irgendwie ist Samstagabend immer irgendwas los. Der Luis war ja heute auch mit der Bahn unterwegs, ne? Ja, ansonsten von mir aus auch Gruß an alle Zuschauer. Und ja, hast du noch was Wichtiges für heute oder vertagen wir auf nächste Woche? Ja, kann auch so sein. Ich kann sagen, als Thema sollten wir das nehmen. Ne? Also wir sind an einem ganz wichtigen Punkt. Die Familienlogik ist eben keine Suchtlogik, also Gier nach Geld oder so, wo man sagt, für mich und auch auf Kosten anderer oder ohne auf die langfristigen Folgen zu schauen. Die Familienlogik würde so etwas wie diesen ganzheitlichen Blick enthalten. Was ist für die gesamte Gemeinschaft gut, auch für unsere Kinder, also auch für alle Generationen so. Also diese Ganzheitlichkeit des Verantwortungsblicks wäre was ganz Tolles, was da ist. Und das ist unsere höchste Geisteserfüllung, könnte deshalb toll sein. Ist auch die schönste Gemeinschaftlichkeit, in der wir leben könnten. Also ich glaube, wenn man es an sich ranlässt, auf allen Ebenen auch der Bewusstseinswahrnehmung, natürlich auch des rationalen Denkens, dann sticht es. Also dann hat das die beste Überzeugungskraft. Da können wir das nächste Mal nochmal drüber reden, auch wie kann man die jetzigen Suchtmenschen da am besten auf so einen Weg bringen, dass die das wahrnehmen und erkennen. Ja, mir fällt gerade dazu genau dazu passend noch ein Gedanke ein. Ja? Zum Beispiel, wenn jetzt viele Kommunen entstehen, ja, könnte es nicht dann sein, dass einfach, wie es nämlich jetzt gerade geschieht, ich habe gestern einen Filmbericht gesehen darüber, wie die Reichen sich gerade verhalten, dass einfach die Fähigen, jeder nach seinen Fähigkeiten war der Satz, ja, dass die Fähigen sich nur ausschließlich lauter Fähige, andere Fähige suchen, mit denen die Kommunen machen und dann mit diesen Kommunen auch sehr insgesamt sehr erfolgreich sind und so weiter. Und diejenigen, die eben nicht so viel beitragen können, dann eben einfach in anderen Kommunen lassen. Also ich sage einfach, experimentell sollten wir auf jeden Fall ausprobieren, ob das Prinzip, das ich ja mit dem Wort Gruppenehe verbinde, nämlich dass die Männer, die viel schenken, auch viel belohnt werden, irgendwo, also schenken mit einem leicht egoistischen Unterton, ob wir es ganz selbstlos hinkriegen, ganz altruistisch, oder ob dieser leise egoistische Unterton vielleicht doch nötig sein könnte. Aber das könnte man ja experimentell ausprobieren. Wir sind ja immer fürs Experimentelle. Einfach austesten, ausprobieren, wie sich's entwickelt. Ja, und wie gesagt, wir können das ausführlicher in der nächsten Sendung machen. Also ich wollte die Überschrift noch mal beschreiben. Und ja, zur Überschrift würde auch gehören, wie könnten wir Menschen jetzt am besten dazu bringen, das für sich als attraktiv zu empfinden und dazukommen zu wollen? Und das würde natürlich auch bedeuten, dass sie nicht mehr nach dieser egoistischen und ja auf Kosten der Zukunft, auf Kosten der anderen sich bereichernden Logik agieren würden. Wie kann man sie am besten dahin bringen, auch zu der Einsicht, dass das für sie nicht das Glücklichste ist? Und da halte ich ja solche Reformkonzepte wie die Wohlfühlstimme für sehr geeignet, dass man ihnen selbst den Blick auch möglich macht, wie wirkt sich das denn für ihr Wohlbefinden aus, wenn nicht nur eine Sucht im Augenblick erfüllt wird und Sucht geliefert, sondern wie sieht das aus, wenn man daraus einen Faden der Wahrnehmung macht, der das über einen Zeitraum erkennbar macht. Und dann ist die Sucht nämlich schon wieder etwas, wo man erkennen kann, sie macht depressiv oder die anderen Süchte machen körperlich kaputt oder sie haben den Verschleißeffekt und brauchen immer mehr und was weiß ich. Und genauso kann es dann eben so sein, dass es auch in die Tiefe geht. Also wenn man das alles im Zusammenhang betrachtet, wie geht es mir so im Zusammenhang? Nicht nur in diesem rausgerissenen Einzelmoment oder Einzelaspekt. Ja. Ich bin beeindruckt davon, dass wir jetzt in letzter Zeit öfters Frauen hatten, die still und leise zugehört haben, sich gedacht haben, oh, die irren sich alle. Also wenn sie nicht gedacht haben, die spinnen ja, die irren sich.
ihre Argumente aber nicht eingebracht haben, sondern so, wie ich es gesagt habe, das ist meine schlimmste Befürchtung. Die Leute laufen rum, haben ihre vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, sind Mitglied einer bestimmten Herde, irgendeiner Sparte mit den entsprechenden vorteilbringenden Irrtümern, stellen das aber nicht zum Gespräch und der Diskussion, sondern urteilen einfach nur ab, entspricht nicht meiner Herde, entspricht nicht meinen vorteilbringenden Irrtümern, also spinnen die und ich bin weg. So, und dass wir so einfach nur die Leute verlieren, weil die Leute sich noch nicht mal öffnen und sagen, was sie denken. Dass sie einfach nicht sagen, was sie denken, sondern das hinterm Berg halten und dann andere aburteilen. Ja, du hast da völlig recht, das kann alles sein. Also jetzt aber ohne mal zu spekulieren, was in den Leuten vorgeht, ne? Also ich denke über ein Konzept nach, was ihnen jetzt so eine Suchtentwöhnung auch ermöglichen könnte. Also das, während sie die ganze Zeit gucken, wie geht es ihnen, ne? Und sie versuchen zu schauen, dass es ihnen immer möglichst gut geht, wie kann das auf Dauer eben die Sucht entlarven und wie kann es diese tieferen Bedürfnisse und auch Befriedigungen freilegen. Und da glaube ich, ist die Wohlfühlstimme schon ziemlich gut geeignet, weil wenn wir dann anschauen, also ein reicher, süchtiger Mensch guckt halt, wie geht es ihm im Laufe der Zeit. Und er merkt, ja, also Sucht ist gar nicht gut, ist viel gesünder, wenn ich die Sucht eindämme oder allmählich ablegen kann und so weiter. Dann stellt er aber fest, während er sozusagen auf diesem Erkenntnis- und auf Veränderungsweg ist, oh Mensch, ich bin aber eigentlich zutiefst unglücklich, weil ich bin zutiefst suchtgeprägt. Eigentlich bin ich geldgierig und so weiter. Und während ich jetzt erkenne, wie nichtig und vorübergehend diese ganzen Suchteffekte sind, rebelliert in mir diese Suchtstruktur so stark, dass ich nicht mehr glücklich werden kann. Also obwohl ich eigentlich erkenne, in der aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune, das wäre das Schönste und aufs Ganze gesehen verantwortliche Leben, ist es aber so, dass ich wegen meiner Suchtstruktur, die ich nicht ablegen kann, damit unglücklich bin und bleibe und deshalb kann ich das auf Dauer nicht machen oder sollte was anderes wieder suchen. Die Wohlfühlstimme würde ermöglichen, festzustellen, dass er diese Art von Unwohlsein dabei auch hat, dass sie seine Werte mindert. Und man könnte anfangen zu experimentieren, also Konzepte für die Suchtentwöhnung sich zu überlegen und auch damit dann zu experimentieren, wie kann man ihm helfen, wie bei anonymen Alkoholikern oder sonst was, dass man da solche gleichzeitigen Suchtüberwindungs- oder Suchtabbaustrategien mit integriert in den Gesamtvorgang. Also ganz spannend, aber ist ein Riesenthema. Lass uns das beim nächsten Mal ausführlicher machen. Ja, und lass es uns experimentell generell denken. Einfach verschiedene Sachen ausprobieren, so wie man in jeder wissenschaftlichen Studie experimentelle Bedingungen macht. Die einen haben die Rahmenbedingungen XY, die anderen die haben die Rahmenbedingungen UVW. Und dann guckt man einfach, wie entwickeln sich diese beiden sozialen Systeme dann. Ja? Und so experimentell sollte man vorgehen und denken, weil dann zeigt sich vielleicht bestimmte Ergebnisse. Und ich habe immer gesagt, wenn zum Beispiel in der Verantwortungskommunenteil sich die Leute ganz toll und glücklich entwickeln, dann gehe ich darüber. Also wenn ich in der Gruppenehe anfange, sehe aber die Verantwortungskommune entwickelt sich besser als die Gruppenehensituation, dann wechsle ich natürlich zur Verantwortungskommune und so weiter. Also das sollte man alles experimentell sehen. Ne? So, und dann diskutieren wir weiter nächste Woche. Und wie gesagt, nochmal drüber nachdenken, ob der Samstag nicht doch der heißeste Tag der Woche ist, wo wirklich immer irgendwie die Leute so unterwegs sind. Gela und Antonia sind ja heute Abend dann so unterwegs offensichtlich, dass sie erst gar nicht gekommen sind. Ne? Nee, also da habe ich ja die Gründe schon schriftlich genannt. Das halte ich für sehr überzeugend, dass der Samstag da eher günstig ist, auch wenn man sagt, Leute sollen auch physisch kommen können. Die reisen zum Wochenende, um dann jemanden zu besuchen und ähnliches. Ja. Insofern ist das schon, hat das sehr große Vorzüge. Ja, von mir aus können wir bei Samstag bleiben, aber ich denke halt an die anderen, ne? Ja, für die ist es auch eher günstiger als ungünstiger, denke ich. Also gerade bei Online-Terminen, die sie über die ganze Woche gestreut haben. Aber hinter mir steht schon mein Kind und schreit, ich muss ins Bett jetzt gehen. Ja, also alles klar, dann machen wir wieder weiter nächste Woche, gell? Und wir probieren es halt trotzdem. So nach dem Motto, Zeterumensio, wir können es nicht schaffen, probieren es aber trotzdem. Genau, es macht Glück. Ciao.